Hallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen zum GitNews.de Podcast. Und da haben wir Putti. Hi. Hallihallo. Der Durzan. Excelsior. Excelsior, meine Freunde. Den werden war nicht das begrüßen. Guten Abend, it's me, war nicht das. Ohne den lieben Corporal. Hi, Benz. Ja, moin, hallo. Ich blute. Mein Kopf ist im Klo. Der Urwaldfrosch ist Kühlschrank. Ich fühle mich gebauchpinselt. Eine Ente. Hier. Oh, noch Hannes. Die war nicht mit zu. Wer ist mit Nein, du Bastard? Take a flip, genius. Es ist so gut. Hallo ihr Lieben, und ich habe keine Ahnung, was das gerade für ein Bild war, das da eingeblendet wurde. Auf jeden Fall bin ich noch ein Ticken zu laut und es sah so aus, als wären wir alle nackt. Aber das kann nicht sein, oder? Doch, wir haben uns zwischendurch ausgezogen und den Flitzer gemacht hier durch den virtuellen Podcast-Raum. Ja, ich bin gerade auch ein bisschen verwirrt. Aber zuallererst mal willkommen zum 111. GitNews.de Podcast. Wie ihr seht, ist das Overlay nicht ganz so optimal für den lieben Advanced Corporate. Das überarbeiten wir nochmal fix. Aber wenigstens der süße Herr unter mir sieht heute schick aus. Das ist der Vanitas. Ich war extra beim Friseur wegen dir. Echt nur wegen mir? Das heißt deinetwegen! Weil ich morgen ein Date habe und weil es einfach viel zu warm unter der scheiß Matte wurde. Ja. Aber davon kann ich ein Liedchen singen, ne? Ja. Wenn nicht ich, wer sonst? Zur nächsten Gamescom machen wir mit dir mal ein komplettes Makeover. Makeover! Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht will. Haben wir halt eigentlich irgendwas Besonderes? Weil, ich meine, es ist die 111. Ausgabe des Podcasts. Wir haben gleich ein Fenster. Können Kamelle werfen. Kamelle, ja! Das habe ich hier rumliegen. Ich habe Montes Snack rumliegen. Ich nicht. Ich habe hier nur zwei Bierflaschen und leeres Red Bull stehen vom ESL-Stand. Yeah, Einwegrasierer. Wow, Einwegrasierer. Okay, Mädels, neben dem Podcast verlosen wir heute von Vanitas benutzte Einwegrasierklingen. Herzlichen Glückwunsch. Und damit eure Kinder auch was davon haben, geben wir zu der Kamelle auch noch Reißzwecken raus. Oh, shit. Steine in die Menge werfen, wie ist damit? Oder Nägel. Ja, oder Splittergranaten. Okay, zurück zum Thema. Ja, wir haben ein Thema. Die da wären... Achso, warum muss ich die Scheiße eigentlich immer machen? Vanitas. Wie war's mit dir, Vanitas? Erzähl uns was. Was passiert heute? Worüber würdest du denn heute gerne reden? Sag ich doch mal so. Okay. Da du ja so viel Guild Wars spielst. Wurde auf der Gamescom ja etwas angekündigt, und zwar die neue WoW. Nein. Oh! Okay. Nein. Vanitas hat sich damit offiziell wieder disqualifiziert. Ich will. Ey, warte. Ich nehme ran Vans. Ja, endlich wurde ich gewählt. Das ist so wie beim Fußball, wenn so zwei Mannschaften gewählt werden und du bist der Letzte, dann kommst du sicher dran. Wir reden heute über die Gamescom noch mal ein bisschen kurz im internen Themenbereich. Da waren weil ja so ein paar Leute. Leute ja nicht beim Chaoscast dabei waren. Wir alle. Ja. Ich fand übrigens die Idee, das war übrigens eine spontane Idee von Durzan auf dem Rückweg, meinte er so zu mir, ey, lass mal Chaoscast. Und ich so, ey, jo, machen wir. Weißt du, wie halt gute Ideen entstehen, ne? Ja, ebenso. Eigentlich entstehen gute Ideen meistens mit der Bierflasche in der Hand und dem Satz, halt mein Bier, ich mach mal Chaoscast. Tatsächlich haben wir kurz vorher noch Bier getrunken. Ah. Auf jeden Fall abseits. Das habe ich, glaube ich, immer gemacht, oder? Halt die Backen, Vanitas! Das ist mein Moment! Ich will die Themen vorstellen! Okay, Mensch, jetzt, bitte! Neben der Gamescom gibt es auch noch Neuerungen betreffend der Gamescom, die angekündigt wurden. Und zwar liegen im PvP und es gab ein Interview von guildnews.de, dieser tolle Seite, wo viele tolle Menschen sind. Hi. Außer Vanitas. Außerdem, diese Woche angekündigt, die letzte Spezialisierung, namentlich Elite-Spezialisierung des Wiedergängers. Dazu gibt es dann auch noch einen Rückblick auf das WTS-Finale Cologne. Und habe ich irgendwas vergessen? Item-Shop? Ja? Nein? Rest der Woche, Data-Mining und so weiter. Ja. Lächerlicherweise wird das Data-Mining gleich nochmal ein interessantes Thema.
zu dem sich bisher noch keiner von Arena Net geäußert hat und dementsprechend machen wir einfach weiter. Scheiß drauf. Wir sind Arena Net fast. Nee, wir sind einfach, wir sind jetzt ab jetzt einfach mal krass rebellisch, aber dazu kommen wir gleich noch. Wir sind jetzt Renegades for Life. Richtig. Zuerst allerdings. Wir werden hinzugezwungen. Sputti ist an einem schuld. Noch drei interne Dinge und die erste Sache ist besonders für unsere Livestream-Zuschauer relevant. Denn ich hab's vorhin schon mal angekündigt. Dazu muss ich einmal kurz suchen. Hier, guck mal, das geht schneller als gedacht. Und zwar machen wir ein kleines Gewinnspiel. Das ist die 111. Und wir haben viel zu viel Stuff aktuell rumfliegen. Unter anderem so richtig geile Mauspads. Ich weiß nicht, habt ihr eure schon ausgepackt? Nein, ich überlege noch, ob ich sie als Mauspad oder als Spielmatte für Magic verwende, weil die werden irgendwie jedes Jahr größer. Ja, das ist... Da hat Spaller ein lustiges Foto auf. Ja, richtig. Ich glaube, den hatten wir sogar schon im letzten Chaos-Cast. Habe ich das Bild da schon eingeblendet? Ja, das hast du da schon eingeblendet. Wusstet ihr, erinnert ihr euch noch an diese Teppiche, wo man als Kinder mit Autos drauf gespielt hat? Oh. Sowas wird dann nächstes Jahr kommen. In 4 Jahren haben wir das ungefähr erreicht. Ich hab von den ersten Prototyp. Ich hab keine Guild Wars 2 Kinderspielteppich. Das war der erste Prototyp des neuen Mauspads. Okay. Naja, auf jeden Fall ist das ein unglaublich sexy Mauspad. Das ist auch ziemlich dick. Das habe ich wohl letztes Mal schon gesagt. Locker. Also, ich bin zu unglaublich schlecht im Entfernung schätzt, aber ich glaube, das geht schon so in Richtung 1-2 Zentimeter. Was nicht wenig ist. Aber die wichtigste Frage, Vanitas, wie geht's deinem Bild? Oh ja, dazu kommen wir gleich noch. Das war auch ein internes Thema, war nicht das du Bild. Musst auf jeden Fall. eines davon verlosen wir. Ich habe hier rumfliegen genau 3. Und ich dachte mir, es wird Zeit, vor allem halt wegen der 111, das erste Mauspad heute schon rauszuschmeißen. Und wir machen das ganz, ganz simpel. Über den Podcast verteilt nenne ich Buchstaben. Diese Buchstaben ergeben ein Lösungswort. Und dieses Lösungswort müsst ihr einfach nur an sputti@gatenews.de schicken. Sputti@gatenews.de hast du gesagt? Jawohl, sputti@gatenews.de. Ich habe es jetzt 3-mal gesagt, das steht übrigens auch im Chat für die Live-Zuschauer. Und unter all denjenigen, die uns das Lösungswort, dabei ist es total irrelevant, wie schnell ihr uns das Lösungswort schickt, unter all denen, die es schaffen, innerhalb der Podcast-Zeit plus 15 Minuten das Lösungswort zu schicken, unter all denen wird es zufällig ausgewählt. Es bringt also nichts, nach dem ersten Buchstaben schon zu raten und womöglich falsch zu liegen, sondern lasst euch Zeit, es gibt ja keine, oder wir machen keine Hektik. Alles, was nach den ersten 15 Minuten nach Ende des Podcasts eingesandt wird, zählt zum zweiten Gewinnspiel. Das zweite Gewinnspiel, wobei, nein, tut es nicht, löscht den Gedanken wieder. Das zweite Gewinnspiel machen wir einfach über YouTube. Das pusht nämlich auch die Kommentare. Ich mag es, Kommentare zu pushen. Dasselbe Lösungswort ist auch relevant für die YouTube-Zuschauer später. Die schreiben das nur einfach in die Kommentare unter das Video. Und unter all denen, die das innerhalb von einer Woche unter das Video posten, also bis zum Donnerstag, den 20. August, unter all denen verlosen wir ein altes Mauspad. Das ist diese lebendige Welt. Ridlock. Mit Ridlock Brimstone? Ridlock Brimstone. Genau das, ja. Richtig. Ridlock, oder mit seinem Bruder Ridlock Brimstone. In dem Podcast warst du nicht dabei, kann das sein? Ich? Da waren wir, glaube ich, nur mit Domi und Durzi und Vanitas hier. War das der kann mit dem durchaus Mentari? Sein. Ich glaube, das war mit den Tafeln. Ja. Oh Mann, okay. Na gut, auf jeden Fall haben wir also 2 unterschiedliche Mauspads, 2-mal im Prinzip das gleiche Gewinnspiel. Habe ich in der News echt 30 Minuten geschrieben? Never mind, dann sind es 30 Minuten. Wenn ich in der News 30 Minuten geschrieben habe, dann hat die News recht. Also innerhalb von 30 Minuten nach dem Podcast an uns schicken. Was ist sonst noch wichtig? Ja, den ersten Buchstaben verraten wir gleich, würde ich schon sagen, um die Leute heiß drauf zu machen. Und im Prinzip ist es das schon. Ja? Also relevant ist, jeden Buchstaben mitbekommen, daraus das Lösungswort bilden. Die Buchstaben sind nicht in der richtigen Reihenfolge. Gut, das solltest du noch erwähnen. Das hatten wir bei einem Gewinnspiel, wo uns viele Leute dann einfach die Buchstaben rein. Nimrkla! Was? Nimrkla ist nicht Ridlock? Kommt das hin? Nein, das ist kein N drin.
Ist ja auch egal. Ist es auch nicht, ja. Gut, das ist auf jeden Fall das Wichtige. Ich bin heute ein bisschen fertig, nehmt mir das nicht übel, aber es ist 32 Grad warm in meiner Wohnung. Lass mich mal schauen. Das ist mega unangenehm. Auch bei mir sind es schöne 26. Oh ja, das ist ja angenehm. Angenehm, ja, richtig. Was ist sonst noch wichtig? Ja, Gewinnspiel ist im Prinzip schon das erste Thema, wenn ihr so interne, wollt. Ja. Gehört noch so ein bisschen zu Gamescom mit dazu. Unser berühmt-berüchtigtes Schritte-Gewinnspiel, oder beziehungsweise Kilometer-Gewinnspiel, läuft wieder. Und zwar ebenfalls, na gut, nicht bis Donnerstag, sondern noch bis Freitagabend. Aktuell haben 106 Leute teilgenommen. Und ich kann schon mal verraten, ich habe gerade Vanitas gefragt, bisher hat noch keiner die exakt richtige Zahl getroffen. Und mit exakt richtig meine ich zwei Stellen hinterm Komma. Habe ich das eigentlich dazu geschrieben? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, kilometertechnisch. Kilometertechnisch, ja. Ich war ja zwei Schritten noch irgendwie. Ich finde es übrigens lustig, wie du schreibst, wie viele Kilometer sind wir gelaufen, weil es geht eigentlich darum, wie viel ich gelaufen bin. Ja, wie viel Vanitas gelaufen ist. Tatsächlich ist er übrigens Samstag nicht viel gelaufen, haben wir gerade festgestellt. Ja, bei Tournament Series sei Dank. Bin ich nur vom Eingang zur ASL-Area, dann ab und zu mal aufs Klo und dann wieder gleich von der Messe runter. Und zwar viel zu spät, mein werter Herr Vanitas. Was, hat er sich einmal ins Höschen gemacht? Nein. Viel zu spät ist er gekommen morgens. Ich habe ein paar Matches verpasst. Achso, ja, stimmt. Aber es sind schon einige Leute wirklich sehr, sehr knapp dran. Dieses Jahr ist es nicht ganz so schlimm mit den absurden Ideen, wie viele Kilometer wir gelaufen sind. 57 Kilometer und 340 Meter. Nein. Oh. Aber es gab auch wieder hier Ausreißer von Leuten, die irgendwie bis hoch zu, glaube 150, 160 Kilometer gegangen sind, was halt definitiv zu viel ist. Ja. Dazu muss man sagen, Vanitas ist zwischendurch mal rübergelaufen nach Bonn. Der ist auch immer dahin gejoggt, müsst ihr wissen, ne? Ja. Richtig. Und da gab's auch... Zur Klarifizierung, ich habe halt immer den Schrittzähler angemacht, sobald ich mich quasi eingecheckt habe und sobald ich wieder am Messer runter bin, habe ich ausgemacht. Also es zählt nicht irgendwie das... Also es zählt nur das, was ich auf der Messe an sich gelaufen bin. Genau. Durch die Hallen, zum Klo, raus, um eine Cola trinken zu gehen. Und so weiter. Irgendwer hatte auch gesagt... Achso, da. Vom Retro-Stand zum Twitch-Stand und zurück, 3,7 Kilometer. Das wäre vielleicht für einen Tag möglich, aber nicht in all den 5 Tagen, die wir dann schlussendlich auf der Messe waren. Also 3 Kilometer, so viel verspreche ich euch schon mal, ist zu wenig. 160 ist aber auch zu viel. Da hört es dann aber auch auf mit unseren Tipps, oder? Ja. Sonst machen wir uns den Leuten noch zu einfach. Fast 4 Marathon laufen. Marathone? Was ist die Mehrzahl von Marathon? Marathons, oder? Marathons. Ist das nicht egal? Nein, ist es nicht. Es war unglaublich wichtig. Nochmal euch beide gefragt, weil Dunzi und ich hatten ja schon im Chaoscast relativ viel über das Thema Gamescom philosophiert. Wie sieht das bei dir aus? Oder bei euch beiden aus eigentlich? Ich wollte jetzt erst bei dir fragen, Manitas, aber eigentlich könnt ihr beide das auch sagen. Wie war die Gamescom für euch allgemein? Vom Feeling? Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich kann anfangen, bei mir ist es relativ kurz. Meine Gamescom bestand aus Samstag WTS, Sonntagmorgen ein bisschen am Twitch-Stand rumchillen und in der ESL-Area rumchillen und das war's so ziemlich. Also, ich hab viel gemacht. Ja, für mich ging das Ganze schon am Mittwoch los. Da bin ich mit Dozi durch die Hallen geschlendert, haben uns ein paar Sachen angeguckt, haben eine Kamera verloren. Ja, ich habe mir ein Ferienhaus gemietet, zusammen mit Dozan, Kevin und der guten Manuela. Und ja, wir waren eigentlich ich war jeden Tag auf der Messe, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe viele Spiele gesehen, auch manche, die ich gar nicht auf meinem Schirm hatte, habe ich da gesehen, habe zum Beispiel Gigantics zum ersten Mal gesehen, was ja Dozan schon gesagt hat, was mein Highlight der Messe war, oder zumindest mein Spiel der Messe. Boah, Vanita, hast du verpickst jetzt gerade übel. Der ist so wie ich, wenn ich in Rinteln bin. Holy shit. Wir hören dich super, aber deine Kamera, holy shit. Okay, ja, red ich weiter. Ja, jetzt... Wo war ich die... Ah ja, Gigantic. Ich habe mir was Edge 2 angespielt, ich habe Battlefront angespielt, was sehr lustig war, fand ich. Ja,
Und ich muss sagen, ich meine, du kannst mich gerne abcutten, aber ich muss sagen, mein Highlight der Messe war tatsächlich wirklich die WoW-Erweiterungsankündigung. Jetzt nicht einfach, nicht wegen dem Produkt an sich, sondern muss einfach vorstellen, eine komplette Halle. Und ich meine, wer von euch in Köln war, weiß, wie groß diese Hallen sind. Mhm. Eine komplette Halle war voll mit Menschen, die alle standen, eine riesige Menge. Die haben alle auf diesen einen Bildschirm am Ende der Halle geguckt, wo die halt die Erweiterung präsentiert worden sind. Das war ein ziemlich geiles Gefühl, damit in der Crowd zu stehen und dann sowas zum ersten Mal zu erleben und dann in Jubel auszubrechen. War schon recht geil, aber es war auch recht wahr. Ekelhaft wahr. Ich muss allerdings sagen, in solchen Momenten wie jetzt gerade wünsche ich mir tatsächlich die Gamescom zurück, weil allgemein in den Hallen war es ja eigentlich sehr, sehr angenehm. Ja, sehr cool. Dieses Jahr hat die Klimaanlage gut funktioniert. Ach, das im Gegensatz zum letzten Jahr. Naja, sie ging in den Hallen auch, nur in diesen Zwischenräumen halt nicht. Ja, aber wer in den Zwischenhallen läuft, ist eh dumm, weil man kann auch sich immer super außen drumherum schleichen. Das ist sowieso, auch wenn es ein bisschen wärmer ist, generell die bessere Alternative gewesen, ja. Ja. Ja, Vance, wenn ich dich jetzt frage, was dein Highlight auf der Messe war, wirst du wahrscheinlich nicht viel erzählen können, oder? Ich muss sagen, was auch mein Fail der Messe war, sind wir halt Donnerstag hin, wir mit Presseticket können ja eine Stunde eher rein. Dachte mir so, cool, guckst du mal die neue Destiny-Erweiterung an. Stand dann so, ey, du machst dich aktuell nicht beliebt, weder mit WoW noch mit Destiny. Ja, alle gegen Destiny, euren Hass gegen WoW kann ich verstehen. Oh, ich hab doch ein Highlight. Und zwar? Auf jeden Fall, ja, gut, da hab ich mich dann eine halbe Stunde angestellt, ging einfach nicht weiter und wir haben dann erst im Nachhinein herausgefunden, dass die erste Pressevorführung oder die erste Vorführung um 10 Uhr startet. Also stand ich eine halbe Stunde da sinnlos rum. Das hatte ich bei Fallout übrigens auch. Die haben auch was ich ganz cool fand, es gab einmal so einen Außenbereich, wo man wartet, und dann gab es so einen Innenbereich, wo dann quasi die nächste Gruppe wartet, in den Vorführraum reingelassen zu werden. Und da waren so Bildschirme, da hatten die so einen, ich würde schätzen, halbe Stunden lang Film, wo die einfach so quasi das Beste aus der Community gezeigt haben, was die Destiny-Fans erstellt haben. So kleine Videos, Podcasts und so weiter. Das fand ich recht interessant, dass halt die Entwickler Sachen von den Fans gezeigt haben. Sowas könnte man durchaus auch mal bei Guild Wars 2 machen, denke ich. Wenn man dann irgendwann mal vernünftige Anspielstationen hat. Das ist gleich der nächste Punkt. Erstmal Vance, was war dein Highlight? Wargaming hat bei World of Warships die deutschen Schiffe angekündigt. Wow. Ja. Danke. Nee, aber das, was Vanitas halt berichtete übrigens mit der ersten Vorführung um 10, da bin ich bei Fallout auch in die Falle getappt. Wobei ich ja von Fallout, habe ich ja vorher schon mal erklärt, total enttäuscht war von der Präsentation. Abgesehen mal von dem Witz, mit dem das Spiel ist zu groß für die Messe. Aber da gibt es einfach eine Einführungsmission und gut ist. Naja, und da bin ich halt auch so, ich dachte mir so, boah, es ist jetzt 9:45, ne, keine Schlange, nutzt einfach nochmal, dass keiner da ist, geht da so gemütlich hin, setz mich hin, guck so, wir sitzen hier zu 4/5, okay. Lassen die erstmal noch eine Vorführung laufen, ne, bevor die ganze Masse kommt. Nö. Dann ging es erst so um 9:50 los und dann war die Halle halt auch schon wieder voll. Okay. Dann die Frage, die uns beim Chaoscast permanent gestellt wurde und die ich damit auch an euch weitergeben möchte. Wie seht ihr die Situation mit dem Twitch-Stand? Wart ihr sehr unzufrieden oder eher nicht? Also ich muss sagen, ich weiß nicht wieso, aber ich fand den Switch-Stand vom letzten Jahr besser irgendwie. Es gab da mehr Sitzmöglichkeiten. Wirklich? Und ich weiß nicht. Also es gab 3 Sitzmöglichkeiten, die wir halt permanent für uns gebunkert haben, aber ja, dafür konntest ja du rechnen. Dafür konntest du aber an den Rechnern sitzen diesmal. Das sind also schon mal 10 Sitzplätze mehr gewesen. Also den Switch-Stand fand ich ganz in Ordnung. Aber es ist halt kein Guild Wars 2 Stand. Ich finde es schade, dass ich Guild Wars 2 immer, oder Arena nicht immer, sage ich mal so, in den Schatten von Twitch stellt. Ja, früher waren sie halt, okay, waren sie im Schatten von anderen Spielen. Das ist immer so die Frage, ne? Ich schieb's halt immer noch darauf, dass die Gamescom einfach scheiße teuer ist und nicht jeder wie Blizzard sich so eine halbe Halle mieten kann. Aber ich fand den an sich fand ich ihn ganz okay. Es gab da coole Shows, man konnte halt den Leuten ein bisschen beim Guild Wars 2 zocken zusehen, du kannst mit den Entwicklern ein bisschen schnacken und du konntest halt, da gab es auch noch ein Tablet-MOBA, was man dort anspielen konnte, Vainglory.
Und das war immer recht lustig, wenn man gerade so keine Ahnung hat, was man macht, hat man sich einfach mal eine Runde dahingestellt und hat eine Runde MOBA gezockt. War recht lustig, fand ich. Ja, ich persönlich muss sagen, ich bin nicht wirklich enttäuscht davon, wie der Twitch-Stand wirklich war. Ich bin eher davon enttäuscht, was ArenaNet für Möglichkeiten hatte und teilweise auf der anderen Messe, ich meine damit die PAX, auch schon gemacht hat, was eigene Stände angeht. Und daher weiß man halt, wie schöne Stände ArenaNet eigentlich hinbekommt. Damit haben sie ja, wer das nicht weiß, auf der PAX auch den Messestandpreis gewonnen. Und das ist halt ein bisschen schade, dass es bei der besucherstärksten Messe so verheizt wird, indem man einfach nur sich mit Twitch zusammen dahinstellt, da, lass mich kurz rechnen, 10 Rechner hinstellt und dann da 6 Stunden Warteschlange produziert. Also. Ich muss aber ganz kurz im Chat Schickos korrigieren. Sie haben es auf 20 Minuten runtergesetzt, glaube ich, noch am Donnerstagnachmittag. Nicht mehr die 40 Minuten Spielzeit. Aber ja, es war definitiv eine zu lange Schlange. Das ist keine Frage. Dass sie mit den Goodies so gegeizt haben, war durchaus auch ein Problem. Sie wollten es halt für die Spieler, die, also ich verstehe halt den Gedanken, den Leuten, die es anspielen, halt Goodies zu geben. Das Problem ist, es waren halt, ich glaube einfach, ArenaNet hat nicht mit so vielen Leuten gerechnet, weil sie ja gar nichts so Besonderes zum Anspielen geboten haben. Also nichts, was man nicht auch hätte am Freitag schon aus der eigenen Wohnung anspielen können. Und da war, glaube ich, das große Problem. Sie haben das einfach unterschätzt. Hat man auch gesehen, die erste Schlange ging ja vorne an der ESL-Arena lang. Vanitas wird das noch wissen, am Mittwoch. Und damit haben sie natürlich den Gang zugestellt. Das heißt, sie mussten die Schlange dann verschieben, weil sie einfach zu lang wurde. Und daran merkt man schon, dass das Ganze gar nicht auf solche Massen ausgelegt war. Oder die Tatsache, dass es schon um 14 Uhr, teilweise zwischen 14 und 15 Uhr, einfach keine Plüschchars mehr gab, weil so viele Leute waren, die gespielt haben. Man sieht es daran, dass ArenaNet am Anfang gesagt hat, hey, du dürft 40 Minuten spielen und das relativ zügig auf 20 Minuten runtergesetzt hat, ja. Das sind halt alles für mich so, oh, Vanitas war kurz weg, jetzt ist er wieder da. Ja, ich habe mir meine Kamera neu gestartet, okay. Das ist was gegen den Pixel-Look. Also ja, also sie haben halt den Andrang definitiv komplett unterschätzt. Ob das mit Twitch ein Fehler war, wie gesagt, lasse ich immer noch offen. Ich bin der Also Meinung, an sich kann man ja nicht sagen, dass es ein Fehler ist, mit Twitch zu kooperieren, aber sie hätten dann beide da deutlich mehr draus machen können. Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist also gerade halt bei so einer Messe wie der Gamescom, glaube ich, relativ schwierig, so für sich alleine einen großen Stand zu beanspruchen. Also ich denke mal einfach, allein schon, weil auch der Umstand, dass auf der PAX East eigentlich nicht viel anderes Großes war. Was lief denn auf der PAX rum? Also ja, was denn da angeht, wenn ich mir gucke, was für kleine Nischentitel einen eigenen Stand haben, da würde ich schon sagen, dass ArenaNet, denke ich mal, die Möglichkeiten welcher hat. Welcher Nischentitel so hatte denn einen komplett eigenen Stand, wo man vernünftig was antesten konnte? Die meisten also haben sich bei mir immer was geteilt mit anderen. Mir fällt jetzt nichts ein, aber ich will jetzt keinen verärgern, aber zum Beispiel Magica hat einen recht großen Stand. Nee, der war witzig klein. Das waren einfach nur 10 nebeneinander aufgestellte Rechner. Okay, kein Platz dahinter, kein Platz davor. Ich bin ja schon leise. Nein, aber das ist, also vielleicht irgendwo in der kleinen Halle 5 oder sowas, aber du willst ja dann auch nicht in diese kleinen Spartenhallen untergehen, oder? Du willst ja meistens schon eine Präsenz in einem größeren Bereich. Und ich denke mal, da ist gerade der Konkurrenzkampf zwischen, weiß ich nicht, Ubisoft, dann hast du Activision. Im Prinzip sind die Hallen ja sowieso aufgeteilt. Du hast eine Halle für Blizzard hauptsächlich, eine Halle für EA hauptsächlich, eine Halle hauptsächlich für Wargaming. Du hast ja, Wargaming halt, in Halle 8 jetzt. Was früher Riot war. Die Unternehmen, die du gerade genannt hast, haben einfach so fucked up große Stände, dass du nicht zwei da reinpacken kannst. Das ist übrigens ein ganz, ganz großes Problem, was ich sehe an der Gamescom, dass es irgendwann nur noch dominiert wird von, wer hat den größten Stand und weniger darauf fokussiert, was wird eigentlich präsentiert. Ja, das ist irgendwie, das ist mir, ich wäre jetzt nicht irgendwie wie ein alter Oberklinger, aber in Leipzig war das noch anders. Da waren damals in Leipzig! Ich übersetze das für dich im Nebenfall. Da waren die Stände halt noch, ich würde sagen, minimalistisch gehalten. Und da waren die Stände halt auf das kompensiert, was wichtig war. Und da hast du aber irgendwie gefühlt mit Platz gehabt, hast du diese riesigen Schuhkartons gehabt, wo einfach nur Fett Call of Duty Black Ops dran steht.
Weite Felder! Klappe, Klappe, Advance, bla. Klappe. Nein, aber es ist doch wirklich so, gerade so, wenn du nach Halle, was war das, 6 EA, ne? EA hat ja wirklich einfach an der Hälfte einen Cut gemacht, ja? Und dann quasi eine eigene EA-Area kreiert, wo du nur vorne reinkommst durch den Hauptbereich irgendwie. Ja. Und die dann bestimmen, wie viele Leute da tatsächlich über den EA-Bereich laufen. Und da dann zwar alles so schön in eigene kleine Stände unterteilt, aber halt, um überhaupt in diesen EA-Bereich reinzukommen, musst du erst, also bist du im Prinzip die Hälfte der Halle 6. Ich habe meistens gemieden, weil ich wusste, da ist eh nichts für mich drin, so wirklich. Ja, richtig, das ist es halt. Ich muss auch sagen, ich habe vergessen, was noch ein Highlight für mich war, ist, ich habe in der Business Area den Zeichner von Naruto getroffen, den Kishimoto. Ah. Der noch nicht so sonderlich alt ist, ne? Ja, der war verdammt jung. Weil es sind, ohne jetzt rassistisch zu wirken, aber das sind Asiaten, die altern eh meistens irgendwie anders. Die sehen immer so 50 Jahre so aus wie 20. Ja, und dann bam, bam, 60. Geburtstag, alter Sack. Ja. Wow. Ihr seid, ja, okay. Ich sag aber besser nichts dazu. Nein, aber, also, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ArenaNet auch im nächsten Jahr und auch in den kommenden Jahren wahrscheinlich immer sowas mit Twitch in Kooperation aufstellen das wird. Das hätte eigentlich jetzt ihr Messeauftritt werden könnten oder es hätte sein sollen. Das Addon kommt noch dieses Jahr raus. Nächstes Jahr werden wir, denke ich mal, wieder erstmal mit Patches an der Stange gehalten. Also wenn man jetzt Aufmerksamkeit auf Guild Wars 2 lecken kann, dann wäre es jetzt eigentlich der Zeitpunkt dafür gewesen. Ich meine, es war doch damals bezüglich, um das jetzt nur von der Größe des Standes zu vergleichen, dem Messestand. 2012 11. war ja quasi Gamescom vier Monate vor oder einen Monat vor Release. Überleg mal, wie groß da der Stand war und da konnte man Guild Wars 2 nicht mal ansprechen. Aber von der Fläche. Eher von der Fläche her war der auch klein. Aber der war größer als das, was wir dieses Jahr hatten. Ja. Guild Wars 2 Stand. Also der Stand an sich war kleiner als der Twitch-Stand. Ja, das ist der Twitch-Stand. Okay. Aber guck dir mal die Guild Wars. Ja. Dagegen sage ich ja gar nichts. Aber das Problem ist, du hattest halt keine Rechner in dieser Area stehen. Du hattest keine Warteschlange rund um die Area. Dann hättest du vielleicht mal den fucked-up-großen Brunnen, der by the way immer noch schön ist. Das war das Beste. Einfach durch Rechner ersetzen können. Ja, so schnell geht das Spiel nicht auf. Also ich sag dir, wenn du die Rechner... Glaubst du, man hätte aus dem Brunnen einen Bildschirm machen können? Einen großen. Und wäre dann geil gewesen. Er hat nur einen FPS gehabt, aber trotzdem. Nein, aber verstehst du, was ich damit sagen will? Der Stand war nicht riesig und hatte aber keine Rechner, weswegen er halt größer wirkte. Ja, aber ich meine, anspielbar wären da auch nicht mehr als 10 Versionen wahrscheinlich gewesen. Das kannst du nicht vergleichen mit EA oder Ubisoft oder sowas in der Richtung. Bin ich doch auch nicht. Aber er hatte zumindest mehr Präsenz als das, was wir dieses Jahr hatten. So, look, so, hier, es war ja Twitch da. Twitch. Da ist Guild Wars 2. Wenn es interessiert, so. Twitch Arena. Ist alle Arena, nicht Twitch. Noch nicht die Twitch Arena, das kommt noch. Ich habe das halt so ein bisschen so das Gefühl gehabt, der wurde da so reingequetscht. So nach dem Motto, hey, wir haben hier noch 5 Quadratmeter Platz für euch. Nein, also die Kooperation zwischen Arena und Twitch besteht ja nicht erst seit gestern. Ja, also die klar, haben da schon von Anfang an geplant, was sie da machen. Nein, also ich, wie gesagt, ich sehe das Problem ja auch. Ich sag halt nur, dass man wahrscheinlich nicht mehr davon ausgehen sollte, dass Arena nicht jemals einen eigenen Stand präsentiert. Das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, nächstes Jahr in Kombination mit Blade and Soul, Wildstar Free-to-Play, vielleicht NC Soft. Großer Content-Update, ja, dass wir genau einen gemeinsamen NC-Soft-Stand finden. Aber alles andere. Ja. Also ich gehe nicht aber mehr davon. Ich gehe auch übrigens davon aus, dass die Gamescom sich immer weiter in diese Richtung verschieben wird. Große Megastände von einem Entwickler und immer weniger so Kleinkram. Aber zumindest muss ich sagen, diesmal war er zumindest, was die Audiolage betrifft, gut gelegen. Letztes Jahr hatten wir ja diesen Final Fantasy 14 Ghetto Blaster neben uns stehen. Das ist richtig. Das so war dieses Mal auf dem Twitch-Stand ist gerade irgendwie das World Tournament am Laufen und nebenbei aus einfach noch: Wollt ihr noch ein T-Shirt? Wer will noch ein T-Shirt? Ganz ehrlich, deswegen finde ich so: Final Fantasy ist so der anstrengende kleine Junge, der einfach nur rumbrüllt. Ja, aber was war Final Fantasy denn dies Jahr? Final Fantasy hat dies Jahr genau. Weiter weg.
25 Rechner aufgestellt und das war's. Aber was ich da war aber auch keine große Schlange übrigens. Was ich cool fand, die haben da so Live-Challenges gehabt, wo quasi die Messebesucher dort einen Raid-Boss schlagen mussten. Wieder? Ja, so, hatten sie wieder. Ja, sowas finde ich cool. Warte mal, der Final Fantasy Stand, der auch in der Halle mit Arena ist. Es gab ja sogar zwei, einmal 14, zwei. Einmal 15. Ja, richtig. Nee, warte mal, einmal 14, einmal 15? Was ist das? Ja, einmal dieses MMO und ja, der 14 ist MMO. Okay. Wenn ich mich nicht irre. Die hatten einmal einen Stand fürs MMO und dann haben die nochmal, ich glaube, ein paar Stationen beim allgemeinen Square Enix Stand gehabt. Okay. Das war aber auch Final, ja, ich glaube Square Enix. Ja, ja. Ja, sowas finde ich halt cool, so eine Challenge. Sowas könnte man doch auch mit Guild Wars 2 machen, einfach, dass du dann 25 Rechner hast und dann halt mal gucken, wer die Marionette schlagen kann. Sowas gab es ja auch schon mal mit dem 9T Quattle bei. Genau, auf der PAX Prime. Prime. Letztes Jahr. Damals. Nee, vorletztes Jahr, 2013. Ja. Da war das der Quattle. Ja, da wurde er überarbeitet. Genau, ja, PAX Prime. Ja. Ja, auch demnächst wieder ansteht, wenn ich mich nicht irre. Ja, und dazu kommen wir gleich auch noch, ein spannendes Thema. Den allerersten Buchstaben für unser Gewinnspiel möchte ich aber verraten, damit wir das jetzt geklärt haben. Und zwar lautet der Buchstabe H. H. Wie Holger. Früchte. Holger. Holbrack. Hirschgeweih. Mein Standard-H-Beispiel kann ich jetzt nicht bringen. Ja. Yep. Holunderbeere. Wolltest du... Jetzt habe ich es doch gemacht. Achso, wow. Okay, also, da haben wir den ersten Buchstaben weg. Einige Folgen noch, so viel kann ich verraten. Mit einem Buchstaben ist es nicht getan. Oh mein Gott, wir sind wie die Muppet, wie die Sesamstraße. Nur besser. Gut, also als Fazit, die Position von Guild Wars 2 nicht optimal. Die Warteschlangen definitiv länger, als jeder gedacht hätte. Die Gamescom an sich immer mehr zum Trend Megastände von Einzelentwicklern. Können wir uns darauf einigen? Ja. Wir machen einfach eine eigene Messe. Ja, Mann, die Guild News Con. Ob es dann auch Leute gibt, die Cosplays von uns tragen? Das finde ich geil. Zumindest meine Haare. Das könnte man ja, bei dir geht das noch. Ja, das ist richtig. Bei mir muss man sich einfach nur zwei LEDs in die Ohren klatschen. Gut, zum Abschluss der Gamescom-Geschichte. Was macht dein Artwork, Vanitas? Du willst Salz in die Wunde reiben, ne? Soll ich zeigen? Ja, dazu muss man sagen, ich wusste es tatsächlich nicht. Ich weiß es immer noch nicht. Aber okay, du kannst eine Geschichte erzählen, wenn ich mal das Ding präsentiere. Okay, ja. Ich erzähle die Geschichte. Und zwar folgendes. Vanitas hat auf dem... jetzt muss ich mal kurz den Flickr-Card raussuchen. Da habe ich es, ja. Also, er hat tatsächlich auf der ArenaNet-Party am Freitag so ein dickes, fettes Artwork gewonnen, bei dem... Von Ridlock Brimstone. Bei dem jedem Menschen auf dieser Party... feucht in der Hose wurde. Und das ist das Artwork. Es ist groß, es ist geil. Es war mal gerahmt. Und es war auch mal größer, ja, das muss man sagen. Er musste es tatsächlich, es tut so weh, es blutet in meinem Herzen. Ich kann das ja mal zeigen. Wo ist denn das Bild mit den Gewinnern draußen? Hier. Guck mal, dann machen wir nochmal Podcast mit Inhalt. Ich hoffe, wir sehen nicht allzu komisch aus. Naja, Vanitas und ich sind ganz gut in der Kamera. Vance fehlt einfach komplett. Yay! Vanitas. Er sieht so traurig aus. Ja. Ich habe auch noch gesagt, willst du das nicht gegen meine Preise tauschen? Ich fahre mit dem Zug. Ja. Ich weiß. So, hier seht ihr das Bild Vanitas, abgesehen davon, dass du seine sexy Boxershorts siehst. Sollen wir mal drauf zoomen? Warte mal. Was hat Vanitas denn da Schönes getragen an Boxershort? Was? Ja, siehst du das nicht? Wenn du genau hinsiehst, kannst du meine... Ach, scheiße, sehen. Man kann das Bild nicht näher ranzoomen, schade. Ja, du musst draufdrücken. Ja, aber nicht so, aber dann nicht mehr näher. Das wollte ich eigentlich. Aber gut, ja, also das ist auf jeden Fall unser Gewinner Vanitas mit dem Artwork auf dem Bilderrahmen. Und er muss das halt, was ist wahrscheinlich innen rausgeschnitten, ne? Ja, weil ich war unter Zeitdruck, ich kam einfach nur hin. Ja, können Sie das Bild noch einladen, so. Und es war vor allem der unfreundlichste Busfahrer ever. So, ne, nimm mir die mit, musst du hier lassen. Okay. Der überlegt, hat jemand mal ein Messer vielleicht? Und dann, weil die wollten auch schon gleich wieder los, einfach zack angesetzt, einmal rundherum, keine Zeit, irgendwie das ordentlich zu machen. Und man nennt ihn auch den Fleischer.
Es war echt. Das Fick dich, Vans! Oh, ja. Halt, man hat es vielleicht gesehen, also das Motiv an sich ist eigentlich größtenteils erhalten geblieben, nur halt das Logo muss da ein bisschen drunter leiden. Ja, aber. Ein bisschen! Es ist ein schönes Bild und ich werde es dann mal bei Gelegenheit restaurieren, mir einen neuen Rahmen basteln und dann wird es trotzdem noch hier aufgehängt. Und falls ich irgendwann wieder ein Bild, falls ich ein Bild irgendwann wieder gewinnen sollte, weiß ich, wie ich es dann transportieren werde beim nächsten Mal. Ja, natürlich tut es weh, aber es ist noch da und es ist immer noch, das, was es machen soll, nämlich gut aussehen, macht es immer noch. Und da fehlt halt mal da ein bisschen das Logo, aber meine Güte, ich kann dir zumindest eine Geschichte erzählen dazu. Und das kannst du, ja. Gut, dann schließen wir das Thema Gamescom auch fürs Erste ab. Kommen wir mal gleich nochmal drauf zurück, wenn wir über Ankündigungen von der Gamescom reden. Letzter Teil der internen Themen drehen sich um das Projekt mit Since Idea Games zum Thema Design eines Charakters inklusive Animationen und so weiter und so fort. Zur Auswahl stehen ja Kodan, Tengu und Lagos. Und ihr könnt noch bis zum Sonntag, wir haben das Ganze um eine Woche verlängert, an der Umfrage teilnehmen, wenn ihr das bisher noch nicht getan habt. Wer der Grund für die Verlängerung, das kann ich dir gleich auch sagen, warte. Aktuell steht es wie folgt. Ein knappes Rennen. Sehr, sehr knapp, zwischen Tengu und Lagos. Tengu und Lagos. Lustige Geschichte übrigens, Walek meinte zu mir, boah, bitte schreibt demnächst noch die Lore-Artikel zu Tengu und Lagos, sonst gewinnen die Kodan, weil wir hatten frisch den Lore zum Sonntag zu den Kodan veröffentlicht. Niemand mag Kodans. Ja, das hat den Eisbären nicht wirklich geholfen. Also ich glaube, die Tengus liegen nur so weit vorne, weil wir unseren Running Gag mit Durzan da haben. Ja, ich persönlich finde die Lagos tatsächlich interessanter. Ja, sehe ich nicht. Ich finde die Tengu aus einem animationstechnischen Grund interessanter, weil man da die ganzen Federn und so animieren muss. Und ja. Naja, auf jeden Fall hat jetzt noch die Chance teilzunehmen. Wir haben das Ganze um eine Woche verlängert wegen der Gamescom. Um übrigens auch noch von Ramon morgen ein bisschen Promotion zu bekommen. Soweit ich das richtig verstanden habe, gibt es noch einen Facebook-Post, der morgen dazwischen geschoben wird. Richtig. Das heißt, ihr profitiert natürlich auch davon und könnt noch an der Umfrage teilnehmen. Bestimmen, welcher Charakter designt werden soll. Für die Leute, die überhaupt nicht wissen, worum es sich hierbei überhaupt dreht. Das ist ganz einfach. Die Firma, kann man es eigentlich schon nennen, Since Idea Games, unter anderem mit unserem Johannes aka Walek, der früher mal beim War Tower war, hat sich überlegt, sie wollen ein bisschen A, ihr Portfolio erweitern und B, mal so zeigen, wo kommen denn so grundsätzliche Probleme bei der Charakteranimation her. Heißt, Clipping-Fehler an Rüstungen oder halt oder auch... An Umhängen, richtig. Dann haben wir noch ein paar andere Dinge. Was wird da noch dazu gesagt? Unter anderem, wie sowas wie die verdrehten Fußabdrücke bei den Char zustande gekommen sind. All solche Dinge, all solche teilweise ja auch schon Mythen, die entstanden sind. Wenn man mal so ein bisschen intensiver auf dem War Tower liest, dann sieht man da die verrücktesten Theorien zur Inkompetenz von ArenaNet. Und genau mit diesen ganzen Mythen soll so ein bisschen aufgeräumt werden und darum gibt es so eine Making-of-Reihe von einem Charakter, der halt von Since Idea Games designt wird, für ihr Portfolio, natürlich auch für ein bisschen Promotion. Das heißt, besucht die Jungs mal, liked auf jeden Fall die Facebook-Seite und ja, mal schauen, was daraus wird. Ich hatte das übrigens oben auch schon mal gepostet, Vans. Ja, ich sollte nochmal. Nochmal, okay. Hatte irgendwer geschrieben. Gefragt. Alles klar. Ja, und dann sind wir auch schon mit den internen Dingen durch. Wie gesagt, bis Sonntag habt ihr Zeit für die Umfrage. Und wir können uns jetzt auf das erste große Thema der Woche konzentrieren. Ich weiß gar nicht, womit wir anfangen sollen. Ich denke mal, wir nehmen uns den Herold vor, oder? Vom Wiedergänger? Jupp. Die Elite-Spezialisierung des Wiedergängers trägt den Namen Herold. Herald im Englischen. Und so Wunder? Ich würde nur sagen, dass er halt diesmal den Geist von Glint aus den Nebeln her anruft. Was wir ja vorher schon mal ein bisschen spekuliert haben. Ja, aus dem Trailer konnte man das ja ganz gut erkennen. Ja. Lustigerweise, Hashtag called it. Lustigerweise hat ArenaNet sogar gespoilert, dass die Fertigkeit, die man im Trailer sieht, tatsächlich die Elite-Fertigkeit sein wird. Ich gucke mir das nochmal an, ob ich die Stelle gerade auf die Schnelle finde, am besten ohne Ton. Damit ihr nicht verwirrt werdet, wo Ridlock genau das Ding einsetzt.
Das müsste zum Ende sein, ne? Das verwandelt sich ja dann, genau hier. Ich blende das einfach mal fix ein. Dann seht ihr hier diese Fertigkeit, wo er Glint ruft und dann Glint nach vorne geschossen wird und das sich dann so schön in dieses Heart of Thorns Logo verwandelt. Das ist genau im Prinzip... Was ist das? Irgendwas stimmt hier gerade nicht in dem Overlay. Aber das ist genau die Fertigkeit, die halt die Elite-Fertigkeit sein wird. Man merkt, dass sobald ich anfange, über irgendwas nachzudenken... Oh, leckt Vance. Oder leckt der TS? Du hast geleckt gerade bei mir. Ja, beide geleckt bei mir. Ja, dann war es bei der Teamspeak. Okay, alles klar, alles gut. Yay, yeah, wir werden alle sterben. Wo gehen wir hin, wenn er ausfällt? Wir haben keine Alternative, es gibt keine Alternative. Okay, was ist das Besondere an der Elite-Spezialisierung? Wie auch bei einer anderen Elite-Spezialisierung gibt es eine neue Waffe. Diese Waffe ist ein Schild, wie wir das auch schon beim Mesmer kennen. Und zwar ist die ganze Form und halt auch der Schild sehr auf die Defensive ausgelegt. Oh. Damit tut sich ja unsere, wir haben Theorie. Immer gedacht, dass quasi Fall in den Arsch schießen. Es keine Waffen zweimal gibt. Also dass nicht zwei Klassen jetzt zum Beispiel halt, wie es jetzt der Fall ist, ein Schild bekommen. Mhm. Das heißt, alles ist möglich. Alles ist möglich, Donnerstag. Am Mittwoch. Heute ist Donnerstag. Ja, nevermind. Nein, früher war der alles ist möglich Donnerstag am Mittwoch. Achso. Das Event hatten wir mal, aber. Und was war normal alles ist möglich Donnerstag? Da gab's Chili zum Nachtisch. Nein, auf jeden Fall, richtig. Diese Theorie ist hinüber, ebenso wie der Sturmbote schon unsere Theorie zerstörte, dass es jede Fertigkeitenart nur einmal gibt. Weil wir hatten ja schon Rufe beim Necro und auch Rufe beim Sturmboten. So wurde jetzt auch diese Theorie mit den Waffen zerstört. Das heißt, Stab für den Dieb ist definitiv möglich. Bisher haben wir immer auf das Gewehr spekuliert. Großschwert, hallo. Es ist aber im Data Mining ein Stab gefunden worden für Diebe. Echt? Ja. Das würde ja die Theorie der Kanone, des Gewehrs wieder ausschließen. Das ist richtig. Bisher habe ich das halt immer ignoriert, weil ich dachte, jede Waffe wird nur einmal verteilt, aber das hat ja jetzt keine Gültigkeit mehr. Mein Gott, es ist eine komplett neue Welt. Die Idee dahinter scheint wohl auch irgendwas in Richtung Ninja zu sein, was auch immer das spezifisch mit dem Stab zu tun hat. Da hätte ich ja das Großschwert genommen. Hast du niemals die Teenage Newton? Ja, okay, ja, gut. Bruchstab. Ja, der Bruchstab. Mit dem Nahkampfstab, ja, okay, ja. Aber dann, der Waldi kriegt ja auch einen Stab. Ja gut, aber das macht ja jetzt keinen Unterschied mehr. Das geht ja stimmt. Wieder. Deswegen, solange der Krieger den Kurzbogen kriegt. Deswegen ist halt meine alte Theorie hinfällig. Gut, wir haben das Schild beim Herold. Das Schild ist defensiv. Die Fertigkeit 4 sorgt für Heilung und Schutz bei Verbündeten. Und gleichzeitig kommt dieser, also im Prinzip strahlen wir Energie nach vorne aus. Und diese Energie kommt wieder zu uns zurück, nachdem sie einmal explodiert ist. Und während sie zurückfließt, bekommen wir halt nochmal Heilung. Ich weiß nicht, haben wir so ein Skill schon irgendwo? Der wieder zurückkommt tatsächlich zu uns. Oh, jetzt muss ich überlegen. Ich auch. Ich weiß, Wächter 2 kommt ja nicht zurück, weil Stab. Ist doch, halt so ein bisschen... das haben wir beim Ele. Wasser. Auf. Die Auto-Attack. Fokus. Ja, die Auto-Attack. Die Auto-Attack, ja. Ja. Wir haben es auch beim Mesmer-Schild. Ungefähr so ähnlich wird das wahrscheinlich aus funktionieren. Wo wir da die Fünfer-Fertigkeit haben, die nach vorne geht oder wieder zu uns zurückkommt. Auf jeden Fall kann man so durch geschicktes Positioning zweimal für Heilung und Schutz sorgen. Bei der Gruppe. Dann haben wir kristalline Starre. Das ist der erste Panic-Button wirklich. Also bisher... Ist die erste Angstblase. Ja, man muss ja sagen, der Wiedergänger hat relativ wenig, ne, was so in diese Richtung Panik-Button geht. Ja. Ich weiß nicht, der Dieb zum Beispiel, der ja eine ähnlich offensive Spielweise hat wie Shiro, hat einige Möglichkeiten, unter anderem auch die Heilfertigkeit als Panik-Button. Aber I'm out of here. Richtig, aber sowas fehlt halt beim Wiedergänger komplett und die 5 vom Schild soll das endlich möglich machen. Denn während man sie benutzt, ähnlich wie es zum Beispiel bei der Wächter-Elite erneuernder Fokus ist, sind wir unverwundbar. Auch übrigens gegenüber Zuständen, also komplett keinen Schaden, den man bekommt.
Wir bekommen, während wir das Ganze casten, diese Trotzig-Bar, die man von Champions kennt. Das heißt, ein bisschen viel CC auf uns, um diese Fertigkeit zu unterbrechen. Und am Ende heilt sie uns dann. Nee, oder heilt sie uns währenddessen. Zudem werden eure Lebenspunkte schnell regeneriert. Also heilt sie uns während des Castens. Diese Trotzig-Bar hat einen Vorteil. Man ist immun gegen CC, aber auch gleichzeitig einen Nachteil. Denn sollte Trotzig komplett runtergenommen werden durch mehrere CCs, das ist ja inzwischen abhängig von Dauer und Stärke, dann werden wir für 2 Sekunden gestunt. Das ist halt wie mit den Champions, bei denen passiert das ja tatsächlich auch. Und 2 Sekunden können halt im PvP schon dein absolutes Ende bedeuten. 2 Sekunden nichts tun. Deshalb ist das Ganze zwar ein Panic-Button, allerdings halt mit einem gewissen Risiko. Sofern der CC und das Fokus stimmt. Oder der Fokus stimmt. Ja, ja, dann haben wir noch Utility-Fertigkeiten, die sich an den Aspekten aus Guild Wars 1 orientieren. Was eine sehr, sehr schöne Sache ist, wie ich persönlich finde. Was wir ich haben, wir auch haben generell sehr gut finde, viel, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja, wir haben generell viel, was aus Guild Wars 1 mit dem Add-on tatsächlich wieder mit einfließt. Und da macht halt auch gerade diese Glint-Form keinen Halt. Denn wir haben 6 Aspekte bei Glint, wenn man durch die Höhle in Guild Wars 1 läuft, die für besondere Umgebungseffekte sorgen, unter anderem. Und genau an diesen 6 Aspekten orientieren sich auch unsere Fertigkeiten, unsere Utility-Fertigkeiten, inklusive High-Fertigkeit, wobei alle einen besonderen Effekt haben. Und zwar läuft das Ganze so ab: Bei Benutzen der Fertigkeit aktiviert ihr eine Aura. Diese Aura muss aufrecht gehalten werden, kostet uns also dauerhaft Energie. Kennt ihr zum Beispiel ähnlich von wie das Hammer-Ding. Zum Beispiel, ja. Richtig. Oder der Schild bei der Ventari-Tafel, der Projektile blockt, oder die Schnelligkeit bei Shiro und so weiter und so fort. Während ihr sie aufrecht haltet, wird der Skill ersetzt durch eine weitere Fertigkeit. Diese Fertigkeit dann wiederum löst die Aura auf und sorgt für einen stärkeren Angriff, je nachdem, was da halt gemacht wird. Klassisches Beispiel, beziehungsweise 2 klassische Beispiele wurden uns gegeben, und zwar Aspekte Elemente. Wenn wir diese Aura aktivieren, erhalten wir Eile, wir und alle Verbündeten um uns herum. Das heißt, wir können mit dieser Aura quasi permanent Eile aufrechterhalten. Wenn wir dann die Fertigkeit nochmal aktivieren, wird die Aura aufgebraucht und wir schicken eine Welle oder ein Drachenatem, heißt es hier, der dem Gegner kühle Schwäche und Brennen zufügt. Anderes Beispiel war die Elite-Fertigkeit. Solange wir das Aspekt des Chaos aufrechterhalten, bekommen wir und unsere Verbündeten Schutz. Und wenn wir das Ganze dann aktivieren, dann haben wir halt diese Fertigkeit, wo die Schwingen von Glint auf den Gegner zustürzen. Und auf dem Weg dahin bekommen quasi alle unsere Verbündeten, die in dem Bereich stehen, Supergeschwindigkeit. Und noch irgendwas? Achso, der Gegner wird von der Böe erfasst. Ich vermute mal, da dreht es sich so ein bisschen Knock um back. CC. Ja, ja, richtig. Ja, zum Beispiel, also das Ganze kann genutzt werden, um zum Beispiel die Gegner zu kontrollieren und Verbündeten die Flucht zu ermöglichen. So ist halt der Gedanke. Also gleichzeitig die Gegner CC'en und uns mit Supergeschwindigkeit eine bessere Positionierung geben. So läuft das Ganze ab. Wie ich gerade aber schon mal sagte, wir haben 6 Aspekte und lediglich 5 Fertigkeiten. High-Fertigkeit, Elite-Fertigkeit, 3 Utilities. Wo genau landet die 6. Fertigkeit? Und das ist ganz einfach. Während wir die Elite-Spezialisierung ausgerüstet haben, bekommen wir eine zusätzliche Fertigkeit, eine zusätzliche F-Fertigkeit, nehme ich an. Denn sie soll auch außerhalb der Glint-Form funktionieren. Und zwar ist das das Aspekt der Natur. Während wir das Ganze aktiv haben, ist die Segensdauer von unserem Verbündeten um 50% erhöht, was sehr, sehr angenehm ist. Und bei der Aktivierung, ja, da steht nicht ganz, was hier steht. Hier steht, wenn ihr sie einsetzt, werden eurem Verbündeten alle Segen gewählt, die sie normalerweise von einzelnen Aspekten erhalten. Wir wissen schon, Schutz und Eile. Ja, genau. Weiß ich nicht, was könnte noch dazu gehören? Macht? Ich glaube, alle Segen einfach. Ja, alle Segen gibt's insgesamt. Es sind ja 5, die du bekommst. Ja. Es gibt aber deutlich mehr als 5 Segen.
Wir können ja mal aufzählen, mal gucken, was wir am Ende vergessen. Wir haben Wut, Macht, Eile. Wir haben Schnelligkeit. Wir haben Stabilität. Schutz, Stabilität. Wir haben, jetzt sind wir schon übrigens bei 6 Vents, auch wenn du schon 5 anzeigst. Dann haben wir noch Resistance, Widerstand. Das ist die 7. Stimmt, das ist 9. Regeneration, das ist die 8. Elan. Elan, das ist die 9. Haben wir noch einen 10.? Gott, ich hoffe, wir haben alle. Das wird sonst peinlich, ne? Ich schau mal nach. Das, Vergeltung. Vergeltung, ganz wichtig. Haben wir das? Das hatten wir doch schon, oder? Nee, und Aegis hatten wir auch nicht. Also das 11. Okay. Ja. 9, 10, 11. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ja, die Liste der Segen. Es sind 11 Stück. Gott, wir haben Aegis und Vergeltung vergessen, tatsächlich. Haben wir nicht. Nein, also... Das ist uns so eingefallen. Ja, ja, natürlich. Also wir werden davon wahrscheinlich dann 5 Stück bekommen. Wovon wir wissen, dass Eile und Schutz schon mal dabei sind. Also ich könnte mir noch Wut, eventuell Widerstand, weil wir haben noch relativ wenig Widerstand in der Gruppe und vielleicht Stabilität oder sogar Schnelligkeit. Wobei Schnelligkeit halt eine harte Aura wäre. Ja. Mal gucken, was das Ganze bringt. Aber so ist halt der Ablauf. Man hat eine aktive Aura. Diese frisst dauerhaft unsere Energie auf. Irgendwann, wenn wir keinen Bock mehr haben oder keine Energie mehr oder was auch immer, lösen wir die Aura auf, sorgen für einen aktiven Effekt und regenerieren dann wieder ein wenig Energie. Und eins mit der Natur funktioniert dabei auch, wenn wir in einer anderen Form sind. Heißt, wenn wir zum Beispiel Glint und Shiro dabei haben und wechseln dann auf Shiro rüber, können wir dieses Aspekt der Natur, also alle Segen bekommen, auch aktivieren, während wir halt nicht in der Glint-Form sind. Was schon ziemlich geil klingt. Ja. Gleichzeitig wurde in dem Blogpost aber auch der Bereich unter dem Meer angesprochen. Da gab es ja auch immer viele, viele Diskussionen. Gibt es überhaupt Unterwasserkampf beim Wiedergänger und solche Dinge? Ja, gibt es. Die Waffe wird ein Speer sein. Dazu muss man sagen, die Waffe. Die Waffe. Einzige. Ja, eine. Da der Wiedergänger ursprünglich keinen Waffenwechsel hatte, war das eigentlich auch zu erwarten, oder? Ja. Warum haben wir aktuell 300 Viewer? Ist da schon wieder einer mit einem Bot dran? Wahrscheinlich, ne? Ich weiß es ne? nicht. Auch nicht. Na gut, auf jeden Fall gibt es Unterwasserwaffen. Leute da draußen. Und diese Unterwasser- oder diese Unterwasserwaffe, der Speer, hat eine Besonderheit, denn er hat 2 unterschiedliche Auto-Attacks und ich vermute, dass sie von der Entfernung zum Gegner abhängen. Denn die eine Fertigkeit klingt nach einem Fernkampfangriff, schleudert eurem Gegner einen Speer aus den Nebeln entgegen. Auf der anderen Seite haben wir schneller Angriff, führt einen plötzlichen Angriff auf den Gegner aus, der sich vor euch befindet. Also es klingt so, als ob diese Waffe 2 unterschiedliche Auto-Attacks hätte, je nachdem, auf welcher Reichweite man sich zum Gegner befindet. Und das klingt auf jeden Fall interessant, ja. Und das hat halt Potenzial für zukünftige Waffen, wenn das sich tatsächlich... gut, also wenn das tatsächlich gut umgesetzt ist. Da gibt es halt noch weitere Waffen, weitere Fertigkeiten. Die Waffe soll halt sowohl auf direkten Schaden als auch auf Zustandsschaden funktionieren. Und dementsprechend haben wir auch ein bisschen Gift mit dabei. Wir haben... Hülle, genau. Und den Schaden. Risse. Achso, da ist der Schaden dann. Bei Rissbarriere. Ja, das Ganze können wir uns im Detail tatsächlich wieder morgen Abend im Points of Interest anschauen. So, ja. 145 sieht doch schon besser aus. Das Ganze können wir uns morgen Abend um 21 Uhr im Points of Interest anschauen. Da werden wir wieder alle Fertigkeiten gezeigt bekommen. Da werden wir wieder alle Tooltips kriegen, alle Eigenschaften und so weiter und fort. Wenn ihr euch das Ganze nicht anschauen wollt, weil es zu lange dauert oder ihr keine Zeit habt, um 21 Uhr einzuschalten, kennt ihr das Spiel. Samstag findet ihr die Zusammenfassung mit allen Bildern und so weiter auf unserer Webseite. Generell, Shiro, ihr habt ja jetzt sicherlich auch entweder wahlweise auf der Gamescom oder zu Hause kurz Shiro angespielt, hoffe ich. Ja, nö, gar nicht. Vanitas, du hingegen schon, wenn's nicht, okay. Was sagst du zu den Änderungen am Wiedergänger und vor allem halt zu Shiro? Ich habe ihn sehr kurz angespielt damit. Aber ich muss sagen, so auf den ersten Blick hat er sich gut spielen lassen, war recht flüssig, war recht mobil, wie ich fand. Also er hatte doch schon ein, zwei Fähigkeiten, mit denen man auch gut mal ein bisschen Distanz gewinnen konnte, wenn man von zu vielen Gegnern umgeben war. Der Jadewind ist eine super Fähigkeit, das macht richtig Spaß. Und hält erstaunlich lange, wie ich finde. Also der Jadewind, ja.
Es ist ja das bessere Basilisk Venom, sagen, behaupten böse Zungen. Ja, vor allem, weil es mehrere Gegner treffen kann. Richtig. Naja, also ich habe ja auch ein bisschen Shiro tatsächlich gespielt und ich muss halt sagen, ich glaube, der Schadensoutput, den hat, der ist definitiv brauchbar. Er ist halt nur, wie ich persönlich finde, sehr squishy. Hat, also im Prinzip... Also mir kam er jetzt nicht so vor. Also ich konnte da gut ein bisschen um den Gegner rumtänzeln. Ha, ha. Aber... Also, das ist doch gerade der Sinn von dem Revenant, dass du nämlich zwei Formen hast. Das heißt, du haust an Schaden raus, was du kannst, gehst da rein halt, haust deinen Schaden raus, wechselst auf den Zwerg, gehst kurz wieder raus, bis deine CDs wieder fertig sind, hältst dich kurz aus dem Kampf raus, gehst wieder rein. Ja, das ist natürlich ein Punkt. Also definitiv über das Lernen und die Spielweise, da müssen wir noch ein bisschen sprechen. Aber es fehlt halt, dadurch, dass deine Utilities halt fest sind, und daran ändert halt auch der Waffenwechsel nichts, fehlt dir halt tatsächlich Utility. So dämlich, dass er klingt. Aber du hast halt... Ich habe gegen mehrere Gegner gekämpft, ich habe jetzt keinen Dungeon oder so gemacht, noch ein bisschen in Würdenbrink erkundet, aber ich habe auch mal gegen mehrere Gegner gekämpft und ich hatte jetzt nie wirklich Probleme. Nein, das hatte nie das Gefühl, ich habe zu viel aufs Maul bekommen. Also ich konnte den Schaden, den ich nicht nehmen wollte, auch schon gut regieren. Ja gut, aber dadurch, dass du halt deine Utilities allesamt auf Schaden getrimmt sind, fehlt dir halt in der Shiro-Form selbst, also würde ich ja Panic-Button. Im Prinzip hast du ja nichts und auch die Heilfertigkeit ist relativ langsam, was dich rettet. Aber das finde ich gar nicht schlecht dafür, dass er halt Schaden raushaut. Nein, das ist halt was man lernen muss, aber... Ich glaube, in der Shiro-Form pur ist er halt echt... Ich glaube, Schwert, also Offhand-Schwert 5 war, glaube ich, dass man den Gegner schlägt und dann irgendwie zurück teleportiert. Irgendwie so. Richtig, war da was. Ja. Das fand ich eigentlich gut, damit konnte man gut Ground-Covern. Ja, nur du hast halt, dir fehlt halt die Möglichkeit, halt auch irgendwas Defensives, Utility-mäßiges mitzunehmen. Holy shit, was ist hier los? Ich komme, um dich zu holen. Yum, 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 yum. Das sind relativ viele. Na gut, okay. Sie sind aber auf jeden Fall vorbei. Also, das, was vielleicht auch noch problematisch ist, was gerade auch im Chat stand, ist, es fehlte so ein bisschen die Form, die tatsächlich mit Shiro harmoniert. Da vorne im Nahkampf. Die Zwergenform ist meiner Meinung nach dann halt schon wieder zu defensiv und nimmt eine Menge Tempo mit raus. Aber das ist halt alles was sich ergibt über die Zeit, wenn man spielt. Auf jeden Fall positiv ist die Berserker-Stance allemal, ja. Sie hat dem Shiro-Spiel sie hat dem Wiedergängerspiel sehr, sehr gut getan. Der Waffenwechsel sowieso. Wie gesagt, ich habe halt noch so ein bisschen, dadurch, dass die Utilities so strikt vorgegeben sind, noch so ein bisschen meine Sorgen, wie nützlich der Wiedergänger tatsächlich mit der Zeit wird. Aber vielleicht ändert auch Glint schon wieder ein bisschen was, weil es fehlt halt tatsächlich die Combo-Form, die Form, die mit Shiro harmoniert. Du kannst halt nur schwer, weiß ich nicht, einen Voll-Damage-Shiro spielen und dann auf Ventari wechseln und erstmal warten, bis deine Tafel steht und für ein bisschen Passivheilung sorgen. Die Straße zu bauen bringt dir nicht so viel. Die Condition-Form bringt dir sowieso nichts. Ja, das ist so ein bisschen. Darfst du halt nicht Flat-Versi spielen. Das ist das, was Moa tatsächlich ja auch gerade im Chat angesprochen hat. Er hat mit Soldier Amulett gespielt und das hat scheinbar im PvP deutlich besser gepasst. Wir werden ja dann zu Release, denke ich mal, sehen, wie sich das alles dann wirklich spielen lässt. Wie gesagt, also ich habe halt Hoffnung auf Glint, ganz besonders, dass das halt diesen Bereich so ein bisschen ausfüllt, weil du musst halt im Nahkampf stehen, da bietet sich ja die Schildvariante mit Glint sicherlich auch an, wenn du Shiro spielst. Auch wenn in dem Blogpost damals zu Shiro stand, hey, das funktioniert auch super mit dem Hammer im Fernkampf, machen wir uns nichts vor, ja? Wenn man den Shiro hat, dann will man voll rein. Anders geht's kaum. Yep. Ja, ansonsten, wie war euer Feedback allgemein zum Beta-Wochenende? Ich glaube, Vance hat davon gar nicht viel mitbekommen. Nee, ich war tatsächlich auf der Messe. Denkst du, ich und auf der Arbeit. Ich hatte, glaube ich, nicht mal... Doch, ich habe mir zwei Beta-Charaktere erstellt und das war's. Ich habe... Meine Erfahrungen beschränken sich tatsächlich auch vor allem auf die 2 Stunden Livestream, die ich von der Messe hatte. Ansonsten habe ich auch nicht wirklich viel mehr gespielt, als ich am Montag zu Hause war.
habe ich mich halt vor allem darum gekümmert, erstmal, dass Dozi high nach Köln kommt. Und danach, weiß ich nicht, was habe ich eigentlich den ganzen Tag am Montag gemacht? Ich glaube, ich war einfach so fertig noch von der Gamescom, dass ich zu nichts mehr vernünftig gekommen bin. Also ich habe alles ja mal so ein bisschen angespielt, war vom Drachenjäger zumindest von der Grundidee positiv überrascht. Auch wenn ich Fallen immer noch nicht als wirklich nützlich ansehe, so hat der Bogen eigentlich schon recht viel Spaß gemacht. Und auch die Erweiterung der Tugenden. Die F3-Tugend mit dem Schild zum Blocken, vielleicht nicht ganz so nützlich, aber gerade so das Reinspringen, wenn man im Nahkampf spielen möchte, sah ganz sexy aus. Holy shit, was ist denn hier los? Ich glaube, die wollen dir sagen, dass wir zum nächsten Thema und Buchstaben kommen sollen. Nee. Wir machen das definitiv weiter mit dem Beta-Wochenende. Weil da sind wir ja noch lange nicht durch. Der Sturmbote? Es wird nur so ein bisschen nervig langsam. Keine Ahnung. Der Sturmbote, den fand ich ziemlich geil. Da haben sie auch einige Überarbeitungen vorgenommen. Unter anderem bei Horn 5 das Feuerfeld, was ursprünglich 40 Sekunden Wiederaufladezeit haben sollte. Für ein 8 Sekunden Feuerfeld haben sie auf 20 Sekunden reduziert, sodass es tatsächlich ein ganz annehmbares Feld geworden ist. Und auch ansonsten war ich mit dem vom Schadensoutput an sich positiv überrascht. Der Feuerschrei könnte tatsächlich auch Benutzung finden. Vom Schaden her. Der Rest sah so eher mäh aus. Vom Sturmboten. Ich glaube aber tatsächlich, dass er vor allem PvP und WVW technisch seine Nische bekommen könnte. Dann, was hatten wir noch mit dabei? Reaper. Die Großschwert fertig. Der Todesschleier. Extrem gut, würde ich sagen. Der ist sehr ordentlich geworden. Die Schreie, wie befürchtet, zu lange Castzeit. Ich hoffe, da gehen sie noch auf das Feedback der Leute ein. Das Großschwert, recht langsam. An manchen Stellen ganz gut gebalanced, an anderer Stelle auch eher wieder so meh. Das sind jetzt alles meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe auch tatsächlich keine Ahnung, was Reddit dazu gesagt hat. Ich kam nicht wirklich dazu, irgendwas zu spielen. Oder irgendwas zu lesen oder mich ausführlich durch den einen oder anderen Thread zu bewegen. Beim Chronomancer ist mir der größte Fail des Jahres passiert im Livestream. Habt ihr zum Glück nicht mitbekommen, tat allerdings trotzdem sehr, sehr weh in meinem Spielerherzen. Da muss ich sagen, ich weiß nicht, der Continuum Rift, also das, was du zurücklässt, der konnte relativ schnell zerstört werden. Was ich erst gesagt habe, von wegen, das könnte im PvP richtig brutal werden. Ich glaube, das muss ich hier leicht revidieren. Trotzdem wirkte es noch immer stark, vor allem im PvE, mit der Doppelzeitschleife und so weiter und so fort. Muss man sehen. Da wird sicherlich auch noch ordentlich an der Stellschraube gedreht. Alles andere würde mich sehr überraschen. Moor, du musst tatsächlich Glint nehmen, damit du den F2-Button bekommst. Genauso wie du die Elite-Spezialisierung immer auswählen musst, also du musst dich Glint als Legende nehmen, ja. Aber du musst halt zumindest die Elite-Spezialisierung halt mit einpacken. Und da bietet es sich, glaube ich, schon an. Ich kenne die Eigenschaften noch nicht, aber bisher ist es immer so, dass die meisten Spezialisierungen tatsächlich sehr damit harmonieren. Wo zur Hölle ist Vanitas Kamera schon wieder hin? Versunken. Ja? Warum geht so nicht? Warum geht die nicht? Ich weiß es nicht. Okay, gut, da ihr keine tatsächlich. Ahnung, ich spinne irgendwie rum. Da wir tatsächlich alle relativ wenig von dem Beta-Wochenende mitgenommen haben, schaue ich einfach nochmal ganz kurz in den Artikel rein, den Tobi mir geschickt hatte per Mail. Und zwar hatte er sich extra darum gekümmert, dass ich ein bisschen Input bekomme. Und ich gehe mal gerade durch, was er so Spannendes geschrieben hat. Sein Fazit zum Shiro war, Berserker-Form. Nein, echt, wow. Man hat viel Spielraum, ist offensiver als die anderen Formen. Okay, das hätte ich mir auch denken können. Wächter, als Supportklasse vorstellbar, sehr langsam im Angriff mit dem langen Bogen im Vergleich zum Weitläufer und Krieger. Mesmer hat viel Gruppensupport durch Brunnen. F5-Fertigkeit wirkt zu stark.
Das ist so ungefähr das, was ich auch das Gefühl hatte. Beim Ele ist er zwiegespalten. Also Tobi hat tatsächlich deutlich mehr vom Beta-Wochenende gespielt als wir. Ist aber scheinbar ein bisschen stärker geworden, besonders durch die Überladungen. Necro hat Potenzial, aber zu hohe Cast-Zeiten, beziehungsweise zu hohe Angriffszeiten mit dem Großschwert. Und das neue Gebiet ist genauso, wie es vorher war. Okay, also da hat sich scheinbar nicht viel geändert. Außer, dass man jetzt wieder das, also zu dem Teil des Beta-Gebiets, dass man da jetzt wieder die Mission mit den Ranken abschließen konnte. Ich wurde ja schon kritisiert, als ich letztens noch sagte, dass das einfach nur ein Fehler war, dass das in dem ersten Closed-Beta-Wochenende noch nicht funktioniert hat und so weiter und so fort. Jetzt hat man deutlich gesehen, natürlich soll es funktionieren und es hat auch funktioniert. Dann gab es ja noch ganz, ganz große Diskussionen um Verdant Brink an sich. Ja, da gab es schon wieder die ersten komischen Missverständnisse, wo Leute aus dem Blogpost angeblich interpretiert haben, dass das, was man spielbar, also was jetzt bei Beta-Wochenende spielbar war, nicht ein Viertel von Verdant Brink war, sondern ein Viertel des Add-ons. Richtig, ja, bitte? Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob es wirklich ein Missverständnis war. Mit Kappa hatte ich da Gespräch. Ja, er ging davon aus, dass die weiteren Gebiete mehr so lebendige weltmäßig erst nach und nach freigeschaltet werden und dass zum Release des Add-ons nur diese eine Karte Verdant Brink existiert. Da müssen wir uns aber, glaube ich, keine Gedanken mehr machen. Denn tatsächlich gab es auf der Gamescom in der Preview nämlich schon einige Kartenabschnitte zu sehen, die von That Shaman ungefähr zugeteilt wurden auf der Map. Ich habe da ja mit Vanitas das Interview, mit Dutzern und Vanitas das Interview mit Kristen Cox gehabt. Und das, was Dutzi und ich die ganze Zeit gemacht haben, war natürlich zu gucken, ob wir in einem neuen Teil des Gebietes sind und wo man das ungefähr auf der Map platzieren könnte. Und dasselbe hat halt Dead Shaman auch gemacht. Und wie ich ja schon in der allerersten News gesagt habe, waren mindestens 3 Gebiete zu erkennen. Und so ähnlich hat Dead Shaman das auch einsortiert. Von der Positionierung direkt das Gebiet über Ratasum. Der Teil unter der Silber, zwischen Trockengrub und Ratasum scheint spielbar zu werden. Dann natürlich der Teil auch unter Verdant Brink. Und wir haben auch links die Forgotten City noch auch gehabt. Auch die freue mich am meisten. Passend zu diesem, quasi aus dem Livestream genommenen Informationen, gab es noch ein weiteres Data Money von The Shaman, über das wir noch berichten werden im Zusammenhang, oder das Epi noch berichten möchte im Zusammenhang mit den Kartenbelohnungen. Die gab es nämlich auch noch in diesem Beta-Wochenende. Dazu hätte ich was sagen sollen. Scheiße, mache ich jetzt gleich. Und zwar, Kartenbelohnungen sorgen dafür, dass wir jetzt tatsächlich auch auf alten Maps für das Spielen, für das Abschließen von Events und so weiter und so fort noch Zwischenbelohnungen bekommen. Und diese Zwischenbelohnungen sorgen... Was gab's da? Da gab's teilweise Magnetsteine, die man bekommen hat, T6-Mats, die mit dabei waren, Zeug, das man so verkaufen konnte und so weiter und so fort. Also beim Händler, dieser typische Scheiß, den man mit einem Klick wieder losgeworden ist. Was ist da los bei dir? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, ey. Alter Schwede. Ich wohne neben den Krankenhaus und habe weniger Lärm. Ey, ganz ehrlich, die nächste Feuerwehrstation ist, weiß nicht, 2-3 Kilometer weg. Und Krankenhäuser sind in meiner Nähe auch nicht. Das Gefühl, hier ist irgendwo in der Nähe was explodiert oder so. Unsere Viewerzahlen. Na gut, also, auf jeden Fall gibt es halt diese Kartenbelohnung, auch für die alten Maps. Und diese gibt es auch für die neuen Maps. Und tatsächlich hat der Shaman dabei 3 neue Namen entdeckt. Also neben Verdant Brink. Und das würde auf 4 Karten, eventuell sogar 5 Forgotten City, wenn das tatsächlich so eine eigene Stadt wird, wie zum Beispiel Götterfels, gibt es da halt keine Kartenbelohnung. Wenn es tatsächlich so kommen sollte, können wir mit mindestens 4... Ich denke mal schon, dass es ein Gebiet wird, denke ich mal. Glaubst du? Ja, wie Löwenstein oder sowas. Nein. Löwenstein zählt ja als Stadt. Gibt es eine Hub-City? Ich könnte mir das vorstellen, ja. Dass es so eine Stadt gibt, einfach. Wie Löwenstein, wie Götterfels und so weiter und so fort. Eben nicht wie Ebonfalke in ein Gebiet integriert, sondern tatsächlich komplett eigenes Gebiet. Das wird eine eigene Karte sein. Ich denke mal nicht, also dass sie jetzt noch mehr die Spielerbase ausplitten wollen. Das wollten sie ja meistens nie.
Egal, ob diese Masterlinie jetzt nützlich ist oder nicht, ich habe schon wieder so ein bisschen Angst, dass die Leute sich aufregen, weil sie jetzt weniger erreichen können, in Anführungszeichen weniger erreichen können, weil halt so eine Linie verloren gegangen ist. Nichtsdestotrotz, wir haben 4 Linien oder 4 Beherrschungen für die neue Welt und 3 für die alte. Da waren nämlich relativ neu die Paktbeherrschung oder die Paktkommandeurslinie, heißt das Ganze, die halt in der alten Welt stattfindet und so ein bisschen als Mentoren- und Feature-System funktionieren soll. Also man bekommt kleine, nette Boni, die man sich darüber erspielt, die ja meistens recht nützlich sind. Also sowas wie zum Beispiel Autoloot, Speedboost in den Städten, auch wenn man da theoretisch mit NPCs reden kann. Was war noch mit dabei? Ich gehe gerade nochmal die Zusammenfassung durch. Zusätzliche Handwerkserfahrung ist mit dabei. Dann haben wir Nachschubsicherung, oder was ist das? Ich bin Zugriff auf spezielle Händler, okay? Also wird das Ganze spezielle neue Karma-Händler gibt es auch über die Beherrschungslinie. Dann haben wir den Geschwindigkeitsbonus auch für die Wiederbelebung von Spielern mit einer geringeren Stufe. Und wie gesagt, das Autolooten ganz am Ende, was für sicherlich einige Spieler vom Vorteil ist. Also nicht mal mehr F drücken, nicht mal mehr das große AOE-Looten, sondern tatsächlich das Autolooten. Schade. Finde ich, das hat eigentlich immer sowas. Bevor wir tatsächlich über die restlichen Informationen aus unserem Interview sprechen, der zweite Buchstabe des heutigen Rätsels. Und zwar wird es ein E. Also, wir haben Buchstabe 1, den wir nicht mehr verraten, und Buchstabe 2, der ein E sein wird. Oder ein E ist, mehr oder weniger. Also, 4 Beherrschungslinien in der neuen Welt, 3 in der alten. In der alten Welt haben wir auch noch die Precursor-Schnitzeljagd. Damit wir in der alten Welt Masteries verdienen können, müssen wir unter anderem die Story spielen, die alte Personal Story. Wir haben als neue Inhalte, wir werden neue Inhalte bekommen, neue kleinere Challenges, neue Achievements, die uns diese Punkte bringen. Alles, was wir bereits abgeschlossen haben, die Punkte kriegen wir nachträglich sofort gut geschrieben. Also wer jetzt zum Beispiel die Story schon durchgespielt hat, muss es nicht nochmal mit einem Twink machen, sondern kriegt die Mastery Points oder die Beherrschungspunkte, die er braucht, sofort zum Start. Bringt uns allerdings nicht so viel, da wir für jede Beherrschung neben den Beherrschungspunkten natürlich auch noch das Ganze trainieren müssen. Das heißt EP sammeln, befinden wir uns in der neuen Welt, sammeln wir Erfahrung für Heart of Thorns, befinden wir uns in der alten Welt, sammeln wir XP für die 3 alten Mastery Lines, also Pack-Kommandeur, Precursor oder Fraktal-Mastery. Zu der Fraktal-Mastery gab es auch ein paar kleine Infos aus unserem Interview. Unter anderem wird man die Fraktal-Beherrschung für den Rückengegenstand brauchen und die Fraktal-Beherrschung schalten neue tägliche Aufgaben frei und Buffs und andere Dinge zum Überstehen von höheren Fraktalen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir werden mehr Qualresistenz brauchen mit Fraktalstufe 100. Und wird schon gesagt, wie viel man auf 100 braucht? Nein, das noch nicht. Es wird auch eine Überarbeitung geben, sodass man für Stufe 50 ein bisschen weniger brauchen wird als aktuell. Trotzdem aber für Stufe 100 mehr, als wir jetzt haben können. Oder als wir jetzt haben. Man kann ja theoretisch unendlich viel haben. Irgendwo sind Grenzen, ja, definitiv. Lass mich mal kurz ins Auktionshaus schauen. Es wurde aber auch gesagt, dass es neue Wege gehen wird, an Qualresistenz zu kommen. Was auch immer. Weil aktuell das wäre das bedeutet. Echt heftig, weil es gibt 2 plus 15 Qual-Infusionen und die kosten 1250 Gold. Und es wird nicht weniger, wenn ihr daraus eine 16er machen wollt. Ja. Gut, was war sonst noch mit dabei? Die Exalted Lore, das war glaube ich ein sehr, sehr interessanter Punkt, hatte diesen Champion, den man rufen konnte, Vanitas. Den Meldenboss. Wo ja so schön geschummelt wurde von Arena Net, einen Charakter, der nicht sterben konnte permanent auf einem Lebenspunkt. Der es aber auch nicht geschafft hat, den Champion tatsächlich down zu bekommen, also man wird schon eine kleine Gruppe dafür brauchen. Den kann man einmal am Tag spawnen, gibt dann spezielle Belohnungen und er braucht die Nuhoch-Lore zum Durchdringen seines Panzers. Das ist unter anderem eine spezieller Buff, den bestimmte Kreaturen in Heart of Thorns haben werden. Und damit man halt diese Panzerung durchdringen kann, braucht man die Nuhoch
Lore. Genauso wie es auch bei den Itzel, glaube ich, eine Lore für Gifte gab, um Mordrem mehr Schaden zu machen, damit man nicht eine Milliarde Jahre auf einem Mordrem rumhackt. Eine sehr schöne Sache, die wir noch gesehen haben, waren die Gleiter-Puzzle, die halt so ein bisschen funktionieren wie Jumping-Puzzle. Man muss durch Aufwinde fliegen, um immer wieder nach oben zu kommen, sich dann sanft in den nächsten Aufwind gleiten lassen, wieder nach oben und so weiter und so fort. Also Assassin's Creed, lass mich überlegen. Brotherhood? Nee, Assassin's Creed 2. Ja. Ja, und Leonardo. Ja, und an diesen Enden der Gleiterpuzzle warten Erfolgspunkte, Beherrschungspunkte und Truhen oder ähnliche Dinge, ähnlich wie wir das halt jetzt auch bei den Jumping-Puzzlen schon haben. Eine Sache wurde noch angekündigt, da waren die Leute gar nicht so glücklich mit, und zwar wird es zum Release von Heart of Thorns nur 3 Legendaries geben. Drei neue Legendaries, genau. Die wir jetzt haben, können wir natürlich weiterhin machen. Alle Legendaries in Heart of Thorns werden accountgebunden sein, ebenso die Precursor. Das heißt, man kann sie nicht im Handelsposten am Ende verkaufen und dadurch entwerten, sondern es ist tatsächlich eine eigene Schnitzeljagd, eine eigene Arbeit, die man hat, um dieses Legendary zu erstellen. Sie wollen relativ zügig nach Release des Spiels schon weitere Legendaries bringen. Vorerst werden wir aber nur mit 3 starten. Das habe ich aber auch schon im Chaos-Cast gesagt, wenn wir realistisch sind, bis man tatsächlich sich so ein Legendary komplett von null an erbaut hat, ohne dass man halt Großteil der Items kaufen kann, vergeht wahrscheinlich schon eine gewisse Zeit, richtig. Und bis die große Masse anfängt, Legendaries zu bauen, haben wir wahrscheinlich schon die nächsten Legendaries released. Das ist das, wovon ich ausgehen würde. Ja. Das war's, glaube ich, soweit, was wir aus unserem Interview mitnehmen konnten. Von der Messe selbst gab es sonst vor allem nur noch die Ankündigungen zu den PvP-Ligen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Die allerdings umso wichtiger waren, Fans. Oh ja. Denn es wurde während des WTS war es zwischen Halbfinale und Finale. Ja. Zwischen Finale. Vor dem Finale, ne? Vor dem Finale, genau, ja. Vor dem Finale wurden als neues Feature fürs PvP endlich, kann man jetzt sagen, Ligen angekündigt, von denen man sich erhofft, das PvP ein bisschen attraktiver zu machen. Ich muss sagen, ich weiß jetzt tatsächlich gerade nicht, wie die einzelnen Ligen aus dem Kopf heraus heißen. Warte, ich glaube, es sind... Ich glaube, Legendary war die höchste. Bernstein... Smaragd, Saphir, Rubin, Diamant und Legendary. Woher weißt du das? Hat er das gesagt? Ach, das meine ich in einem Blog. Nee, aber es gab doch einen Blogpost dazu. Gab es ja, aber. Ja, und auf dem Bild. Ach, auf dem Bild hat man das gesehen? Siehst du diese Symbole? Ach so, die Symbole, ja, richtig. Du hast recht, darauf habe ich gar nicht geachtet. Also Bernstein und Legendary, das waren die zwei, die sie offiziell angekündigt haben. Aber du hast recht, wenn man auf dem Bildschirm schaut, wenn man auf das Ding schaut, erkennt man auf jeden Fall Rubin, Diamant, Smaragd und was wäre das? Was wäre grün? Smaragd und Saphir ist blau, genau, ja. Ja, genau. Smaragd, Saphir, Rubin, Diamant und Legendary. Ja, das könnte tatsächlich hinkommen. Krass. Ich zeige euch dann am besten das Bild auch mal direkt hier. Ja, genau. Und seht ihr hier unten links diese 6 Icons sind es. Visions. Genau, das sind die 6 Ligen, die man quasi hat. Und dann gibt es halt nochmal Unterschiede. Und zwar die Tiers und die Pips. Ich weiß gar nicht, wie heißen sie im Deutschen? Division, Ränge. Ränge sind die Tiers. Und die Pips sind dann scheinbar die Rangpunkte. Ja, richtig. Das heißt, ihr fangt hier unten an bei Bernstein 20 und arbeitet euch langsam nach rechts nach oben bis quasi Bernstein 1. Das sind die Ränge hier unten. Innerhalb dieser Ränge habt ihr dann noch die Rangpunkte. So und so viele Rangpunkte bekommt ihr halt pro Match, sodass ihr schon mal einen Rang aufsteigen könnt. Und wenn ihr ganz oben in den Rängen angekommen seid, geht es quasi eine Division nach oben. Während man in Bernstein tatsächlich sogar nur Rangpunkte, aber nicht einen Rang selbst verlieren kann, also angenommen, ihr seid Bernstein 18, könnt ihr nicht auf Bernstein 19 zurückfallen.
sondern bleibt immer Bernstein 18 oder geht irgendwann halt nach oben, könnt ihr ab der zweiten Liga, also ab Smaragd, theoretisch auch die Ränge nach unten fallen. Also wenn ihr mal Smaragd 1 wart und ihr verliert 70 Mal in Folge, dann landet ihr wahrscheinlich bei Smaragd 20. Denn eine Division kann man nie nach unten rutschen. Das ist interessant. Im Gegensatz zu League of Legends mit Bronze-Liga, wo man dann auch gerne mal wieder rein. Tatsächlich haben sie eine Zeit lang auch dieses System gehabt, dass du nicht nach unten fallen kannst, spielerisch, sondern nur, indem du AFK bist, eine lange Zeit. Ah, okay. Also du verlierst über die Zeit halt Rangpunkte und wenn du immer noch 0 angekommen bist und dann nochmal 28 Tage nicht ranked spielst, dann fällst du eine ganze Division. Inzwischen ist das, glaube ich, anders. Ich glaube, die ersten 2 Jahre haben sie so gespielt. Und das wurde nur inzwischen verändert. Ich weiß noch, früher war ich Gold und hab dann einfach nur einmal im Monat gespielt, um nicht aus Gold rauszufallen. Na gut, es muss halt dann Ligen geben, die auch regelmäßig resettet werden, wie das halt auch bei LoL der Fall ist. Wobei LoL wird gar nicht so regelmäßig resettet, wie das bei Guild Wars 2 der Fall ist. Nee, ich meine halt, dass die Season einfach vorbei ist. Ja, ja. Eine LoL-Season geht aber knapp ein Jahr. Ja, okay. Ich weiß, die haben sich schon offiziell angekündigt, wie lange so eine Season geht. Ich glaube nicht. Ne? Ich muss jetzt aufpassen. Nicht, dass ich was sage, was noch gar nicht announced wurde. Nee, ich meine nicht. Gut, okay, dann sage ich lieber nichts zu diesem Thema. Auf jeden Fall wird es halt ein Reset geben, wenn eine Season endet. Und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Bei jedem Aufstieg in eine neue Division, in eine neue Liga, bekommt ihr quasi eine größere Belohnung. Und am Ende einer Season bekommt ihr Abzeichen. So ähnlich wie man WVW-Turniertickets sammeln konnte, hoffentlich auch in der Geldbörse. Und diese Abzeichen kann man dann eintauschen am Ende der Season gegen verschiedene Gegenstände, unter anderem die Schwingen des Ruhms, ein spezieller Rückengegenteil, ein spezieller Rückengegenstand, den man hier auf dem Bild bereits sehen kann. Ich weiß übrigens nicht, wieso ich immer nie drin bin. In der Kamera. Achso, ich dachte, that's what she said. Nee, alles gut. Und es gibt auch Gegenstände für das legendäre für einen legendären Rückengegenstand. Dementsprechend kann man sich den legendären Rücken nicht nur über Fraktale im PvE, sondern auch über das PvP. Was ich sehr gut finde. Die Liga zählt für Einzelspieler und neben dieser Liga wird es natürlich auch noch die Gilden-Teams geben und da entsprechend Gilden-Teamranglisten. Während die Seasons und die Ligen eher dafür da sind, Einzelspielerbelohnungen zu geben, sorgt dann am Ende die Gilden-Team-Rangliste zum Beispiel für Einladungen auf große Turniere oder ähnliche Dinge. Also die Team-Ranglisten zeigen eher so den Wettkampf-Preisgeld-orientierten Bereich, während die einzelnen Ligen halt das Solospiel vor allem repräsentieren und halt auch die Einzelspieler-Belohnung. Das ist soweit, glaube ich, das Wichtigste, was wir zu den Ligen auf dem Plan haben. Ich guck gerade mal, was dazu noch gesagt wurde. Oder beziehungsweise was der Chat noch dazu sagt. Ja, Ignis GW1 gab es auch Smaragde. Smaragd, oder? Nee, da gab es Saphir. Rubin, Saphir und Diamant waren die Gegenstände, ne? Dann könnte es tatsächlich auch Jade sein. Hat Ignis gar nicht so unrecht, Vance? Ja, keine Ahnung. Ich habe halt, weil ich Minecraft gespielt habe mit Modpacks, Das sah so Markt immer ungefähr so aus. Ja. Könnte auch Jade sein, ja. Weil Jade ist ja an sich kein richtiger dieser farblichen Edelsteine. Also die hochwertigen farblichen Edelsteine. Aber da halt die zweitunterste ist, könnte es sein. Möchte ich nicht ausschließen. Ja. Ja, soviel zu den Ranglisten. Und so viel dann tatsächlich auch zur Gamescom, weil viel mehr ist, glaube ich, da doch nicht mehr passiert, richtig? Es ergibt auch Sinn, weil es Jade und Bernstein gab. Jade Eid und Bernstein in Guild Wars 1 halt Lachsen-Cursic-Zeug. Richtig, ja, doch, das ergibt Sinn. Ansonsten kann ich jedem von euch tatsächlich nur empfehlen, unseren ganzen Gamescom-Stuff sich nochmal anzuschauen. Ich habe ja dieses Jahr fleißig Bilder und Videos hochgeladen, anders als in den letzten Jahren. Wenn ihr das bisher noch nicht... Video kann ich empfehlen.
Das habe ich halt auch gesagt, das Retro-Video. Wenn die Leute das noch nicht gesehen haben, sollten sie sich das unbedingt anschauen. Die hatten so viel Spaß. Wie es klingt, wie Dolce und ich höllisch schreien. Kann ich das mal anschauen. Es war schon ziemlich geil, ja. Muss ich auch sagen. Gut, dann sind wir tatsächlich bei den Themen der aktuellen Woche angelangt. Nach gar nicht mal allzu viel Zeit. Ja, wir haben ja schon ein paar Sachen aus der Woche besprochen. Ja. Ja, das Wichtigste, glaube ich, was diese Woche angekündigt war, war, wo wir vorhin schon mal bei einer PAX East waren, ist die PAX Prime. Mitte PAX August. Prima. So, einen Moment, ich mache jetzt mal hinten bei mir Licht. Und ich mache einfach schon mal weiter, denn es wurde angekündigt, dass im Zuge der PAX Prime eigentlich das Feature angekündigt werden sollte, worauf im PvE zumindest die meisten Leute sehnsüchtig warten. Nämlich der herausfordernde Gruppencontent. Wupp, wupp, endlich. Wupp, 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 wupp. Ob das jetzt neue Dungeons, Raids, Schlachtzüge von einer Person bis 10, ne, zwei Personen müssen es mindestens sein, bis 100.000 Personen sein kann. Man weiß es nicht genau. Was denkst du denn, Vanitas, was es sein wird? Er hofft auf Raids. Nee, nicht? Ich denke mal, Raids würden bei Guild Wars 2. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da Raids geben wird. Dafür machen die Klassen an sich. Als ich es beschreiben soll, aber ich würde mir eher vorstellen, dass man 5er-Gruppen oder vielleicht maximal 10er-Gruppen hätte, die dann instanzierten Content machen. Also wirklich Sachen, wo also eine ist. Also Dungeons? Ja, Dungeons. Vielleicht sogar mit mehreren, mit 5 wäre ich auch noch zufrieden. Weil auf jeden Fall instanzierten, anspruchsvollen, intensiven, herausfordernde. Haben wir eigentlich nicht in 2 Wochen auch schon Geburtstag? Ja, mit der PAX Prime. Ah. Auf jeden Fall herausfordernden und vor allem, wie soll ich sagen, belohnenden Endgame-Content wünsche ich mir. Lohnend, Endgame-Content. Ich glaube, das ist das. Fordernd, motivierend und lohnend. Interessant ist ja, dass da steht: A worldwide reveal for all new Challenger Group Content. Das steht schon so ein bisschen final, oder? Ja, ich denke mal, sie werden. Ich denke mal, es werden 2 Sachen kommen. Es werden die neuen Dungeons vorgestellt. Du gehst also noch davon aus, dass es noch Dungeon gibt? Oh ne, sorry, ich denk, never mind, all new heißt in diesem Zusammenhang einfach nur völlig neu. Okay, ignoriert es. Ich denke mal schon, dass es zumindest 1-2 Dungeons geben wird und dann halt noch eine Sache komplett Heart of Swords exklusiv ist. Mal gucken, man kann sich schwer vorstellen, sie haben auch noch nicht so richtig angekündigt, was es sein soll, aber... Auf jeden Fall, ich würde mir etwas. Wir können ja mal. Ich habe ja jetzt auf das Thema, das wollte ich vorhin ja schon mal, habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, das Thema Data Mining und wie ernst wir das nehmen, einfach scheißen und wir gehen jetzt auf pure Data Mining, Leaks und Co. ein. Und den Anfang machen wir dann mit E. Ich komme da gleich noch zu. Den Anfang machen wir mit E. Ja? Ihr erinnert euch noch an Mr. E. Wir haben sie bereits erwartet. Nein, es gibt einen Reddit-Account, der heißt einfach nur E. Und so. Der hat vor 6 Monaten angekündigt, dass es einen Wächter mit Bogen geben wird, womit er absolut recht hatte. Und er hat angekündigt vor 4 Monaten, vor einem Jahr, der Wächter mit dem Bogen, kann auch noch länger her sein. Und er hat halt vor 4 Monaten ungefähr angekündigt, dass es ein Fraktal-Update geben wird mit einem legendären Rücken, nur noch ein Fraktal anstatt 3. Und Fraktalstufe bis 100. Das heißt, mit allem, was dieser E-Account tatsächlich bisher geteasert hat, hatte er absolut recht. Ja? Er hat ja noch andere Sachen gepostet. Ich erinnere da gerne mal an den Weltmeisterschaft 2014. Ich probiere gerade noch rauszufinden, in dem letzten Monat. Achso, hier. E returns with some validity. Warte. Und zwar. Also, er hatte damals angekündigt, was hier? Bla 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 bla. The structure of fractals will be changed. No one fractal. Mehr als Stufe 50. Ein neuer Titel für alle, die Stufe 50 vor dem Release von Heart of Thorns erreichen.
Ganz wichtig, ihr solltet also Fraktalstufe 50 vor dem Release von Halo 15 erreichen. Ich muss mal Fraktale Stufe 50 spielen. Fraktalwaffenskins für 20, für 20 Fraktal, also was makellose Fraktalrelikte, ne? Das wurde ja auch schon angekündigt, dass man sie für makellose Fraktalrelikte bekommen wird. Er hat 20 angekündigt pro Waffenskin. Er hat angekündigt, dass es wieder Ranglist geben wird. Genau das ist geplant. Und Legendary Backpack. Und er kam halt jetzt zurück, dieser Mysterious E, und hat halt gepostet, hat halt Folgendes gepostet. Hier suche ich das raus. Und zwar, Diebe bekommen den Stab als Elite-Spezialisierung. I can also confirm actual Raid Content. Und zwar wurde von ArenaNet getestet, 10er und 15er Gruppen anspielbar zu machen. Ich denke mal 10, weil 15 wäre zu groß für Guild Wars 2. Würde ich sagen. Also ja nur, dass sie es getestet haben. Dass sie es getestet haben. Dass es so kommt. Genau. Was mich da aber jetzt sehr viel mehr interessieren würde, ist, wer steckt denn hinter dem E-Account? Das weiß niemand so richtig. Wow. Es muss ja an sich jemand Internes sein oder jemand aus den Testteams, wenn es sie noch gibt. Es gibt einen Alpha-Server, ja, gibt es. Also muss es ja jemand von den Leuten sein. Vermutlich, ja richtig, der halt live von da liegt. Und da wurden halt 10er und 15 Personengruppen getestet. Und das deutet halt darauf hin, dass es auch... Nee, das war das, ich glaube, das Letzte, was er gepostet hat. Oder? Ich guck gerade mal. Ja, das war das Einzige. Außer, dass er noch was in Traherne-Jokes gesetzt hat, aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Also ja, das ist ein interessanter Punkt, nämlich, dass wir tatsächlich mit eventuellen größeren Gruppen rechnen könnten. Dann. Das könnte zumindest darauf hindeuten, dass wir halt auch Content über Dungeons hinaus bekommen. Wie das allerdings alles wird, da müssen wir wahrscheinlich warten, und zwar bis zum 29. August, 19.30 Uhr unserer Zeit. Lange. Das Ding ist, ich kann euch jetzt schon mal sagen, entweder Vance oder Vanitas oder ihr beide, ihr müsst das Ganze bitte betreuen mit einer News, weil das ist genau die Woche, in der ich im Urlaub bin. 29. August? Ja. Ist ein Samstag. Habe ich, glaube ich, noch nichts. Dann halt's dir frei. 19.30 Uhr, ihr kriegt dann hoffentlich eine Live-Mitschrift vom Interview mit Vanitas und Vance, weil Vanitas weiß ich, interessiert sich dafür. Und Vance versklave ich einfach, damit die Rechtschreibung stimmt. Ich kann nicht Notizen am Computer machen. Ah ja gut, ja, das macht schon mal einfacher, als das Gekritzel von dem Blog zu lesen. Ich hab gesagt, wenn du was nicht lesen kannst, frag mich. Gut. Ah ja. Das ist mal ein Wochenende, wo ich mal zu Hause sein könnte. Weil ich bin, glaube ich, seit Moment lassen. Ich denke mal, Durzheim wird auch noch längerer Zeit nicht mehr am Wochenende zu Hause. Wir haben jemanden, der meine Kram-Korrektur lesen kann. Ja, das kriegen wir schon hin, Vanitas. Gut, dann kommen wir hier, zum... Fistbump. Warte mal, Pflanzenrichtung. Zum Patch vom Dienstag. Aber bevor wir zum Patch vom Dienstag kommen, brauchen wir den dritten Buchstaben, hat ich noch nicht verraten, richtig? Gut, dann ist es der dritte Buchstabe. Der dritte Buchstabe ist ein A, wie Alex. Also haben wir jetzt ein und ein A. Was könnte man daraus bauen? Ich habe eine grobe Vermutung, wo es hingeht, und sag einfach nur, wirklich. Alex, nicht am 29. Richtig. Wird das gestreamt? Ja, das wird gestreamt. Eventuell könnten wir dann ja sowas aufziehen von wegen Live-Commentary. Das könntet ihr tun. Da bin ich dabei. Ja. Wie wir, wie wir meine ich damit... ich das schon mal bei der E3 zum PS4-Release Vorstellung gemacht habe. Ja, ich weiß, wie du das bei Get Gaming gemacht hast. Also, ich hätte das dafür, glaube ich. Okay, nice. Ja, das können wir noch testen bis dahin. Ach ja, stimmt, du hast ja gestreamt die letzte Zeit. Nevermind, nice. Ja, mehr schlecht als recht. Ich kann auch streamen. Achso, du, ja, dann habe ich nichts gesagt. Gut, kommen wir zu dieser Woche, damit wir den Tag heute noch rumbekommen. Es gab einen kleinen Patch, der eigentlich nicht viel verändert hat. Unter anderem Fehlerbehebung und Edelsteinjob. Und zwar hat ArenaNet für total viel Verwirrung gesorgt mit dem neuen Booster. Denn es gibt einen neuen Erfahrungsverstärker, der 50% auf alle
Erfahrungspunkte gibt. Außer auf Tiernahrung. Also auch fürs WVW, für die WVW-Erfahrung, für den PvP-Belohnungspfad. Und hier Quest-Dinger, ne? Ja, also die ganz normale PvE-Erfahrung. Ja. Also einmal auf alles quasi. Dieser hat tatsächlich... Ach, da gibt's noch einen Gegenstandsverstärker. Der sorgt dafür, dass es Bonis auf Handwerk, Sammeln und magisches Gespür gibt. Und er ruft automatisch bei vollem Inventar einen Händler herbei. Das sind die beiden neuen Verstärker, die es quasi gibt. Und gleichzeitig sollen die anderen so ein bisschen aus dem Shop verdrängt werden zukünftig. Also die Basisverstärker verschwinden. Und dafür kommen halt jetzt diese Gruppenverstärker. Einmal ein Flat-Out-Erfahrungsverstärker, einmal ein Flat-Out-Gegenstandsverstärker und einmal ein Heldenverstärker. Der gibt dann einmal alles, ja? Sowohl die EP als auch die Boni beim Sammeln, magischem Gespür und Co. Der Karma-Verstärker wurde ebenfalls entfernt. Den bekommt ihr nur noch durch Ingame-Belohnungen. Also wo immer ihr halt einen Verstärker bekommt. Unter anderem gibt es auch keinen Karma-Verstärker mehr in der Schwarzlöwentruhe. Da wurden ebenfalls alle durch die neuen Verstärker ersetzt. Der Candycorn-Fresser wurde auch überarbeitet, was allerdings dazu führt, dass man nur noch ganz, ganz wenig Karma-Buffs tatsächlich bekommt. Also Karma-Buffs sind nahezu, also die sind tatsächlich beim Candycorn-Fresser, soweit ich das richtig mitbekommen habe, A, nur noch sehr selten zu erhalten und B, mit einer relativ geringen Zeit. Karma-Verstärker gibt es nicht mehr im Shop und Karma-Verstärker nicht mehr aus Truhen. Also es ist jetzt relativ schwer, an Karma-Boost zu kommen. Gleichzeitig sollen aber zukünftig mehr Karma-Händler ins Spiel kommen. Das heißt, Karma scheint wieder eine größere Rolle zu bekommen zukünftig. Wenn ihr also jetzt noch viel davon habt, gibt es nicht unbedingt aus. Wer weiß, ob das mit Heart of Thorns... Kann man die Verstärker dann noch umtauschen? Also, dieses komische Pulver? Ja, dieses ganze Pulver und das ganze Gedöns wurde halt dadurch total wertlos gemacht irgendwie. Weil es jetzt gar nicht mehr gibt, ne? Ne, weil es halt, ja, wenig bringt. Karma-Verstärker. Es gibt halt einen Erfahrungsverstärker, der dir aus allen Bereichen Bonus gibt. Warum zur Hölle solltest du also noch einen Verstärker organisieren? Ich meine, es gab doch diesen Händler, der dir das machen konnte, was du wolltest, wenn du dieses Pulver eingesetzt hast. Ach so. Das habe ich doch gar nicht ausprobiert. Aber das hat er bestimmt irgendwer im Chat schon getan, oder? Keine Ahnung. Ja, der dritte Buchstabe war ein A. Den Tipp gebe ich jetzt gerade mal. Damit sind nämlich diese ganzen Herold-Nasen endlich ruhig. Kann das mal einer von euch ausprobieren, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt? Also das mit den Verstärker-Dingern? Ja, warte, sonst logge ich mich schnell ein. Ist halt ein bisschen doof, wobei, ach, mein Rechner sollte das auch so schaffen. Er produziert nur noch mehr Wärme. Und noch mehr Wärme ist eigentlich das, was ich gerne verhindern würde. Warte mal, ich probiere mal aus. Okay, ansonsten gab es neue Waffen, die zur Verfügung stehen für ein Schwarzlöwen-Ticket. Die Dwayner-Waffen, habt ihr euch die schon angeschaut? In der Galerie auf guildnews.de. Hast du gerade guildnews.de gesagt? Ich glaube, ich meine ja, tatsächlich guildnews.de. Das ist ja unglaublich. Nein, da kann man auch nicht mehr Karma auswählen. Echt nicht? Nee. Oha, okay. Das ist auf jeden Fall interessant. Das könnte tatsächlich darauf hindeuten, dass Karma wieder wichtiger wird. Sind das diese Erfahrungsverstärker? Ja. Die 50% in allen Spieltypen genau, geben? Genau, ja. Okay, dann wandle ich die da jetzt da rein um. Na gut, ist vor allem fürs PvP, glaube ich, recht interessant. Die extra Punkte. Ja, da gehen wir kurz durch die Dwayner-Waffen. Wie findet ihr sie? Erstmal allgemein. Boah, ist halt... Ist aber halt nicht so meins. Ist halt tatsächlich sehr stark auf Dwayner angelegt, wie man sie halt auch aus dem Kostüm kennt von der Farbgebung. Dieses Blau-Gelb oder Blau-Gold. Dementsprechend werden da die Leute vor allen Dingen von profitieren, die mit dem Kleidungsset rumrennen. Ich glaube, das gab es auch noch nicht, dass es irgendwie so ein passendes Kleidungsset zu einem passenden Waffentyp gab. Tatsächlich nicht, da hast du, glaube ich, recht. Oder?
Gibt es ein Balthasar? Gab es Balthasar-Waffen und ein Balthasar-Kleidungsset? Balthasar-Kleidungsset. Aber ja, doch, okay, dann ist es das zweite. Ich sehe einen Zusammenhang mit den menschlichen Göttern. Ich auch, tatsächlich. ja, das sind die Waffen, die wir hier gerade so durchgehen. Ich weiß nicht, die Meinungen sind wieder extrem geteilt von Leuten, die sagen, oh, mega geil, zu Leuten, die sagen, dass die Großschwertklinge ist irgendwie nur genauso lang wie der Griff. Wer führt denn ein Schwert, das er nur zur Hälfte benutzen kann? Aber das Einhandschwert ist schön. Das Einhandschwert ist dafür umso schöner, ja. Ich finde die Waffen eigentlich auch ganz hübsch. Passen jetzt thematisch nicht wirklich zu meinen Charakteren. Aber wenn man halt sowas in der Richtung hat, designtechnisch sind die sicherlich ganz brauchbar, die Waffen. Auch der Dolch sieht eigentlich ganz schick aus. Weil auch hier der Griff wieder relativ lang ist, ne? Also die Dwayne hatte es scheinbar mit langen Stangen. Wenn du verstehst, was ich meine, ja. Okay. Nein, erklär mir das bitte. Nein. Dafür haben wir noch keine 22 Uhr. Noch nicht. Dazu kommen wir aber noch. Stimmt, die Waffen des verrückten Wissenschaftlers haben... Ja, es gab mehr als genug, okay. Aktuell ist der Trend zum Götter. Bei den verrückten Wissenschaftlern hast du sogar noch die passenden Sammelwerkzeuge dazu. Die hässlich sind. Und hallo, Luciele. Übrigens... Ein Punkt, den ich gar nicht angesprochen habe, der Subscriber-Sonntag hätte ja eigentlich am 2. Sonntag schon sein müssen, also am 2. August schon sein müssen. Das habe ich total verplant diesen Monat. Am 16. August machen wir das monatliche Subscriber-Giveaway. Da gibt es wieder 2000 Edelsteine, die wir an eine zufällige Person, beziehungsweise an einen zufälligen Subscriber, der in dem Moment online ist, verlosen. Denkt daran, ja? Nicht, dass ich das schon wieder vergesse. Sonntag, 16. August. Nach dem Go4 Cup machen wir. Wir haben tatsächlich auch demnächst ein einjähriges bei Darksmeister und Jöwe. Das ist richtig. Und tatsächlich hätten wir es auch bei Sniper Hyper. Er hat einen Monat ausgelassen, war aber ansonsten von Anfang an dabei. Ah. Auch. Okay, dann gab es da passend zum Patch auch ein neues Data Mining. Und da sind wir nämlich bei einem großen Streitthema, das bei uns intern aufgetreten ist. Und zwar der Shaman, ja? Ist einer der Menschen, ich meine. Dieser Schamane. Man kann jetzt damit argumentieren, ja, ihr müsst das ja nicht veröffentlichen, was er macht. Aber es wird doch im Endeffekt sowieso an jeder Ecke und an jedem Ende über das Data Mining gesprochen, ja? Ja. Und wenn es im Gildenchat ist. Die gestrige News, nur um euch das mal, oder die vorgestrige News war das ja, nur um euch mal einen kleinen Einblick in GateNews Interna zu geben und zu zeigen, wie lächerlich bescheuert das ist, ja. Es ist quasi eine komplett kopierte News von der Shaman gewesen. Manchmal übersetzt. Nicht mal vollständig übersetzt, ne, sondern nur ein bisschen was angedeutet. Und diese News hat halt, wo haben wir das hier? Hat halt, wenn das jetzt noch laden würde, wäre das hilfreich. Doch, hier ist es. 3200 Aufrufe. Und ist damit die fünft erfolgreichste Seite auf GateNews, abgesehen von der Startseite und der Guide-Unterseite. Ja? Erfolgreicher war nur der Löwenstein-Guide zum Kaka-Vernichter, der, obwohl das Ganze jetzt ja schon fast 2 Monate online ist, immer noch scheiße oft geklickt wird. Die chinesische Miniatur für Account-Sicherheit und der Teaser zur, die First Facts zur Elite-Spezialisierung Elementarmagier. Die sind zusammen mit der News-Seite, der Guide-Seite und unserem Timer tatsächlich vor dem Data-Mining, ja? Das ist eine News, die habe ich in, keine Ahnung, lass mich nicht liegen, 6 Minuten geschrieben, etwa, ja? 6 Minuten mit Facebook-Posts und Formatieren und bla, lass es 8 vielleicht 10 Minuten gewesen sein, ja? Habe ich ja auch schon öfter mal gemacht. Also das ist nicht viel Arbeit. Nein, das ist lächerlich wenig Arbeit für lächerlich viel, ja? Weiß ich nicht. Hilfreiche Tipp-Guides kommen an die Größe nicht dran. Umfragen, Galerien von Waffen, keine Ahnung. Selbst große News- und Kolumnen, Lore-Sonntage, für die man teilweise 4 bis 6 Stunden dran sitzt, die haben... weiß ich nicht, die Hälfte, ein Drittel, ein Fünftel der Klicks.
Und deshalb habe ich jetzt einfach gesagt, hey, dieser Dead Shaman, ja, der Data meint doch sowieso jeden Scheiß, ja, der Data meint uns die Elite-Spezialisierung, der Data meint uns neue Kleidungssets, der Data meint uns alles. Früher habe ich auch über alles berichtet, dann kam mal so ein Schwall von ArenaNet, in dem es hieß, hey, ne, legt man nicht zu großen Fokus auf Dead Shaman und so weiter und so fort, das ist nicht ganz so geil, was der da macht. Aber, mein Gott, sie haben es ja nicht unterbunden, ja, Wooden Potatoes geht munter durch Turia 3D, zeigt hunderte neue Maps, die eventuell nochmal ins Spiel kommen können. Der Shaman Data meint uns die Maps, die im Add-on kommen, samt aller Kartenbelohnungen, Wochenrotationen und so weiter und so fort. Data meint uns Elite-Spezialisierungen, Fertigkeiten und was weiß ich nicht was. Warum zur Hölle, ja, soll ich mich dann an eine Bitte halten, von wegen, berichtet nicht so groß darüber, wenn doch ArenaNet schlussendlich ähnlich vor allen Dingen gegen das Gesamtprodukt unternimmt. Andere Seiten darüber berichten. Wenn Reddit darüber berichtet, wenn die nette Dame mit dir, die man in Ascalon sehr oft töten kann, darüber berichtet, wenn gefühlt alle darüber berichten. Ist doch so. Ja, es berichtet alle darüber, richtig. Und deshalb habe ich jetzt auch gesagt, ja, fuck it, ab jetzt schreiben wir einfach wieder über jedes beschissene Datamining. Das heißt, ihr kriegt demnächst die Kartenrotationen und Kartennamen der kommenden Maps, wisst schon mal, in welcher Woche ihr wie hart auf einer Map farmen müsst, obwohl die Maps noch nicht released sind, um an irgendwelche aufgeladenen Magnetsteine oder sonst was zu kommen. Ihr wisst jetzt schon, weiß ich nicht, Soundtracks und sonstige Dinge vom kommenden Add-on und so weiter und so fort, weil es mir inzwischen, gelinde gesagt, am Arsch vorbeigeht, ja. Ich mach's einfach. Ich berichte jetzt einfach drüber. Dünnes Eis, Sputi, dünnes Eis. Nein, aber es ist doch so, ja. Wenn da halt von offizieller Seite nichts unternommen wird, warum soll ich dann Rücksicht nehmen? Das verstehe ich halt nicht. Genau, solche News interessieren die Leute, solche News stehen in einem total unrealistischen Verhalten zu Zeit und Belohnung, ja. Es ist halt, keine Ahnung, unsinnig, ein Fehler, nicht darüber zu berichten. Dementsprechend machen wir es ab jetzt auch wieder. Ich hatte die Regel auch so ein bisschen für mein Team und für mich selbst gesetzt, zu sagen, okay, wir wollen nicht mehr so hart auf Dead Shaman gehen, aber du kommst einfach nicht dran vorbei. Und jetzt lassen wir uns einfach fallen. Deshalb jetzt schon mal der Hinweis für alle Leute. Data Mining, wir gehen jetzt steil. Ein Miniatur Tiger wird voraussichtlich demnächst verfügbar sein im Edelstein-Shop. Eine unheimlich lustige Mini-Mimic-Chest. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Das ist tatsächlich ein Mini-Pad. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, ist ein bisschen dunkel. Eine Truhe, die Augen und Zähne hat und bei der so ein Teppich als Zunge raushängt. Sieht irre lustig aus. Warte, das kenne ich irgendwo her. Irgendwas mit. Ich habe euch mal die Data mal in die News im Tiefspiel gelegt, damit ihr das aussehen könnt. Ja, ich habe sie offen. Es ist halt so. Sieht so großartig aus. Sieht aus wie eine Mimik aus Dark Souls. Dann haben wir halt daher kenne ich's. Das Hochzeitskleidungsset, das übrigens rassengebunden ist. Also ja, nicht rassengebunden, rassen, also je nachdem, rassenspezifisch. Und da muss ich schon sagen, das ist sehr cool. Das ist sowas, was jetzt gibt gerade. Wobei ich mich frage, brauchen Char wirklich ein Hochzeitskleid? Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, weil, wie es bei uns auch in den Kommentaren steht, die Char-Dame sieht eher so ein bisschen aus wie Bäcker als wie ein. Er sieht eher aus wie so eine Katze, die von ihrer 50 Jahre alten Rentnerin für einen Schönheitswettbewerb geschenkt worden ist. Ich muss allerdings sagen, dass zum Beispiel das Silvari-Outfit super gut zum Silvari passt im Vergleich zum Menschen-Outfit. Das halt einfach am Mensch ein bisschen besser aussieht. Also das haben sie ganz gut getroffen. Ich meine, es sind Blätter und Sträuche. Bam, Silvari-Outfit. Ja, Mann. Ich kann ein Silvari-Outfit machen, indem ich mal kurz bei mir ins Gebüsch gehe. Ein paar Sträucherpflücke. Aber auch das Azura-Outfit, also dass es halt wirklich so spezifisch ist für jede Rasse, finde ich persönlich ziemlich geil. Das ist auch eine wichtige Frage. Brauchen Silvari ein Hochzeitskleid von Durzi? Also nicht von Durzi, aber die Frage ist von Durzi. Durzi jetzt Modedesigner für Silvari? Und die viel wichtigere Frage ist es, an den Chat, wer würde sich sowas organisieren? Also halt für Ingame-Hochzeiten. Stimmt die Roleplayer auf. Was war mal der Roleplaying-Server? Acker sehen. Und dazu muss man noch sagen, ich habe tatsächlich schon mal getraut und dafür Cash kassiert. Also wenn ihr jemanden braucht, der euch Ingame traut, für ein bisschen Gold. Was gibt dir die Privilegien zu trauen? Ich habe schon mal gemacht. Priester, noch bist du Bootskapitän. Ich habe egal. Ja? Ich kenne mich damit aus. Okay. Ich bin Beamter und so.
Welchen Gott wenden sich eigentlich Menschen, wenn sie heiraten? Rainer, würde ich sagen. Yes. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was halt auch interessant ist, der Geburtstag steht an. Und so wie es aussieht, gibt es als Belohnung einen permanenten Birthday-Finisher. Die gibt es nur für Accounts, die einen 3 Jahre alten Charakter haben. Also wird das wahrscheinlich die Belohnung sein. Ich wünsche mir Konfetti und Kindergeschrei. Also aber das ist zumindest mal ein ordentliches Geschenk, weil du dann davon nicht 40 Millionen Stück in der Truhe rumhängen hast. Sicher? Wenn jeder Charakter die bekommt? Es ist doch ein permanenter, also wird es nur einmal freigeschaltet. Ja, ich nehme auch an, dass das nur eine Nebenbelohnung ist und jeder Charakter selbst nochmal eine kleine Belohnung nur für sich bekommt, die man hoffentlich auch sinnvoll einsetzen kann. Interessant ist auch der nächste Bereich. Ihr kennt es doch alle, wenn ihr aus dem spielbaren Bereich rauslauft, ja, der dann so rot markiert ist auf der Karte. Und ihr macht das zum Beispiel in der Personal Story, dann werdet ihr ganz raus teleportiert aus der Instanz. Und jetzt gibt es den neuen Chat-Teil oder den neuen, also neuer Satz, eine neue Anzeige, der steht: Return to the playable area or you will be killed. Also anstatt aus der Instanz rausgeschmissen zu werden, scheinen wir einfach nur getötet zu werden. Was dann verhindert, dass man aus Versehen aus der Instanz flieht, sondern stattdessen einfach nur stirbt. Ich glaube, das ist die bessere Alternative, oder? Als ganz rausgekriegt zu werden. Also mir ist das schon zweimal passiert. Das hatte ich auch einmal, dass ich irgendwas gesucht habe. Ich wusste nicht genau, wo ich hin muss und bin dann aus der Map gefallen. Oder halt einfach kurz übertreten und dann, scheiße, zurück, puh, teleportiert. So. Alles nochmal neu machen. Vance, du wirst übrigens schon gefordert als wahlweise Trauzeuge oder als Trauender. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Was, wo? Ich glaube, von Uschi. Uschi möchte gerne, dass du ihre Charaktere traust. Ja, krieg ich hin. Kriegst du hin? Ja, da bin ich hier beruhigt. Ja, ansonsten hat er halt noch, klar, die Drainer-Waffe gefunden und den ganzen Kram, den wir jetzt mit dem Patch bekommen haben. Da ist nichts so Spannendes dabei. Also 2 neue Miniaturen, neues Kleidungsset und halt der Birthday-Finisher waren so die interessanten Punkte aus dem aktuellen Data-Mining. Es wird sicherlich nicht das letzte gewesen sein, über das wir in nächster Zeit berichten. Ich habe das Gefühl, da kommt noch eine ganze Menge mehr auf uns zu. Wie gesagt, wir sprechen noch mal ein bisschen ausführlicher über die Kartenbelohnungen, wenn Epi seine News fertig hat, an der er hier sitzt. Da hat er nämlich auch selber ein paar Sachen festgestellt und notiert und packt dann zusätzlich noch das Data-Mining von Dead Shaman mit rein. Das wäre doch was für Guild Wars, um auf den Chat einzugehen. Wenn man heiratet, also 2 Charaktere so verknüpft. Ja, auch. Sehr gut aufgepasst beim deutschen Steuerrecht. Handelsposten, 5% weniger Kosten, wenn man verheiratet ist. Naja, ein bisschen heftig, aber irgendwie, keine Ahnung. 1%. Einfach nur Prozent auf die NPCs-Händler oder sowas. Oder man kann sich zu seinem Ehepartner hinporten oder sowas. Wie dieser Freundesport auch. Zu seinem Ehepartner porten fände ich aber trotzdem ziemlich nice. Ja. Dann setzt du halt einen 2-Stunden Cooldown oder so drauf, damit du halt nicht jedes Jumping-Puzzle einfach hinterherportest. Wenn du ehrlich bist. Nach fünf Jahren kannst du dich dann von deinem Ehepartner wegteleportieren. So ja, und nach einer Woche kannst du dich dann wieder trennen lassen und musst dann allerdings die Hälfte deines Goldes abgeben. Und den Hund. das Mini-Pad, was du gerade ausgerüstet hast. Oh Mann, ihr habt so einen Schaden. Letzter Punkt, den ich hier noch auf meiner Liste habe. Soundtracks steht hier. Stimmt, 2 Punkte habe ich noch auf meiner Liste. Soundtracks zum einen. Da gab es einen netten Herrn, der nicht der Shaman war, der tatsächlich per Data Mining die ersten Heart of Thorns Soundtracks gefunden hat, die jetzt hier gerade unter anderem auch im Hintergrund, oder das Main Theme läuft gerade im Hintergrund hier im Stream. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ich habe die ganzen Soundtracks inzwischen auch mal bei uns hochgeladen. Oh, es könnte sogar ein bisschen laut sein, falls ihr euch das Ganze mal anhören möchtet. Ganz in Ruhe. Alle 9 Soundtracks sind es sogar insgesamt. 6 unbekannte Titel. Einer aus Verdant Brink, das Main Theme und das, was wir aus dem längeren Trailer aus dem Dschungel kennen. Das sind die aktuellen Soundtracks zu Heart of Thorns. Und neben den Heart of Thorns Soundtracks gibt es jetzt auch auf Soundcloud
die komplette Sammlung der Lebendige Welt Staffel 2 Soundtracks. Das sind insgesamt, oh mein Gott, lass mich nicht lügen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, glaube ich. Habe ich jetzt nicht, aber ich habe jetzt, egal. Auf jeden Fall einen ganzen Haufen von Soundtracks, die jetzt auf Soundcloud zur Verfügung stehen, die ihr euch runterladen könnt. Mit dabei ist zum Beispiel dieses legendäre Gathering da, of the Pact. Ja, komm, das machen wir auch mal an. Oh Gott, ist das laut. Holy shit. Warum ist das denn leiser hier? Fuck! Okay, es ist zu laut. Ich wollte euch das gerne zeigen, aber holy shit, ich habe keine Möglichkeit gefunden, das leiser zu regeln. Ich glaube, 700 Leute sind jetzt gerade gestorben. Beim Zuhören. Ja. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Aber es ist so ein geiler Soundtrack. Ja, der wurde ja auch gespielt, als manche Teams bei der WTS einmal spielen. Oh, das ja. war das einer war der Gänsehaut-Moments, als Absurd ja. von der Seite kam mit diesem Gathering of the Pact. Mega geil. Also generell halt die ganzen neuen Soundtracks von McClaim, Dima, Lena, ehemals Live, Chappelle und Stanley Part. Ich glaube, das sind die drei großen Komponisten bei ArenaNet, die halt an diesen Soundtracks arbeiten, seitdem man sich von, wie heißt er, Jeremy Soule trennen musste. Ich muss aber sagen, dass mir die neuen Soundtracks auch extrem gut gefallen, also ja. Ich vermisse Jeremy Soule nicht. Ja. Ach ja, das ist schon ein geiler Soundtrack, Gathering of the Pact. Das ist richtig. Aber auch ein paar andere Sachen waren mit dabei, die richtig schön sind. Zum Beispiel, wenn was du durch die Golden Cave läufst. Von den Gedata-Meinten. Ich bin ein großer Fan des Main-Themes tatsächlich. Unheimlich geil ist auch, das kann ich jetzt ja auch nochmal anmachen, der Soundtrack aus Verdant Brink, wenn man gegen den Boss kämpft, den aus der Story. Da läuft der Soundtrack, der jetzt hier im Hintergrund gerade bei mir das? Läuft. Heart of Thorns Soundtrack aus der ersten Story habe ich es bei mir getauft. Ich weiß gar nicht, wie es bei ihm hieß. Ist der neueste bei ihm gewesen. Mortal Guard Overseer. Unknown Track 7 hat er es getauft. Den finde ich extrem geil. Und mir gefällt ja auch dieses komplette Jungle Drum Solo irgendwie, was wir da haben. Bring my Jungle Drum. War das 5? Nee. 5 war Hype. Wenn du richtig klickst, siehst du, wenn das Licht angeht. Was ist 4? Nein, 4 ist es auch nicht. Was ist mit 2? 2? Ja, 2. Damit gehe ich übrigens meiner Freundin immer tierisch auf den Sack. Sie hasst den Soundtrack. Ich finde die geil. Keine Ahnung. Okay, letzter Punkt auf meiner Liste ist noch aus der Woche vor der Gamescom. Und zwar Meteorologicus im Real Life. Wir featuren ja immer unheimlich gerne Cosplayer. Beziehungsweise eigentlich hat das bisher vor allem immer Vans gemacht, das ja. Cosplayer featuren. Aber ich war ja auf der Gamescom leider nur einen Tag. Das ist richtig. Serakira Cosplay heißt die Dame, die Meteorologicus im Real Life gebaut hat. Und ich finde einfach, es sieht extrem geil aus. Und dazu kommt halt noch dieser unheimlich schicke Lichteffekt, den sie damit reingebaut hat. Ich finde, das ist was man tatsächlich featuren sollte. Ich glaube, sie hat auch direkt sich einen Account erstellt und sich bei uns bedankt fürs Teilen. Ich habe sie aber auf der Gamescom leider tatsächlich nicht getroffen. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ich hätte mir gerne Meteorologicus im Real Life nicht nur angeguckt, sondern auch mal angefasst. Ja. Haben wir da? Ja, wir haben bestimmt die Kontakte, oder? Ja, klar. Die ist ja auf unserer Seite registriert. Ich war ja schon mal so am Überlegen, ob man nicht vielleicht so eine kleine Datenbank aufbauen könnte von wegen Cosplayer, die auch Guild Wars 2 gecosplayt haben oder Künstler, die viel zu Guild Wars 2 machen. Ja, das wäre definitiv mal eine Idee. Du hast ja, glaube ich, schon mit... Könnten wir intern mal drüber reden, oder? Du hast ja schon mit 3 oder 4, glaube ich, Interviews geführt gehabt. Demnach ist es ja nicht mehr weit. Das erinnert mich übrigens, die Stelle hier irgendwie an ein Serienintro aus meiner Kindheit. Ich habe aber keine Ahnung, was. Welches? Titel 2, so ab Minute 1,25. Ich weiß überhaupt nicht, woran. Also, Stan Lee Part.
In der Liste wahrscheinlich, ja. Gut. Ansonsten war es das, glaube ich, was wir diese Woche zu Guild Wars 2 haben. Viel Off-Topic heute mit drin. Darum wird es Zeit. Jetzt habe ich total verpennt, Buchstaben zu releasen. Warum hat denn keiner von euch was gesagt? Wir haben bisher drei. Ich weiß auch nicht, wie das Wort ist. Wir haben bisher drei, ja, scheiße. Buchstabe 4 ist ein T und Buchstabe 5 ein C. 4 ein T und 5 ein C. Jetzt haben wir noch Buchstabe 6 offen. Und Buchstabe 6 offen kriegt ihr ganz am Ende, nämlich... Oh, jetzt sollte allerdings nicht das Video weiterlaufen. Bekommt ihr ganz zum Ende, nachdem wir sogar noch den Abspann durchgebracht haben. Denn was ihr war seid das gerade eben? Die Nummer 4 ist ein T, die 5 ein C. Wobei die Reihenfolge natürlich nicht der realen Reihenfolge entspricht. Ich hab vergessen mitzuschreiben, egal. Okay. Ich kaufe ein B und möchte lösen, Bockwurst. Falsch, danke. Nee, du musst sagen, ich kaufe ein Y und löse Bockwurst. Okay, dann machen wir jetzt die Abmod. Ganz wichtig, ganz zum Ende hosten wir Jabro und den ESL Weekly Cup. Wenn ihr also noch ein bisschen zuschauen möchtet, könnt ihr das hier im Chat tatsächlich tun. Wir, wie gesagt, hosten gleich den guten Jabro. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, den sechsten Buchstaben gibt es gleich noch. Damit ihr nichts zu Guild Wars 2 verpasst, kann ich euch nur empfehlen, guildnews.de inklusive Facebook, facebook.com/guildnews.de und Twitter @guildnews.de. Google Plus könnt ihr uns tatsächlich auch folgen, aber wer es mag, Google Plus nicht. Niemand mag Google Plus. Das ist wie Bing so oder Hammer des Himmels. Vor allem Bing. Bing finde ich da einen sehr guten Vergleich. Bing ist vor. YouTube gibt es zukünftig übrigens auch wieder ohne Google Plus Verknüpfung, hatte irgendwann irgendwo mal einer angekündigt. Dementsprechend müssen wir vielleicht bald nie wieder Google Plus verwenden. Ansonsten natürlich gibt es den Mitschnitt morgen auf YouTube. youtube.com/sputtele und so wie es hier unter meinem Namen steht. Und ansonsten haben wir gar nichts mehr so Wichtiges. Für die Livestream-Zuschauer, wie gesagt, YouTube-Kanal besuchen. Für die Nicht-Livestream-Zuschauer, immer donnerstags 19 Uhr unser Guild News Podcast. Sonntag gibt es, wie gesagt, den Go4Cup ab 16 Uhr. Nach dem Go4Cup gibt es das große Subscriber-Gewinnspiel. 2000 Edelsteine verlost an unsere Subscriber. Wenn ihr uns noch nicht subscribt, solltet ihr das tun. Gebt diese kleinen süßen Quaggern als Belohnung. Funktioniert nicht nur in unserem Chat, sondern auch in allen anderen Chats, wenn ihr Leute mit Liebe überfluten wollt oder mit Süßness. Kommt vor allen Dingen immer gut in irgendwelchen Guild Wars Streams. Richtig, kommt richtig gut in Guild Wars 2 Streams. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Restwoche, nur noch einen Tag, dann habt ihr im Prinzip schon wieder Wochenende. Und den letzten Buchstaben, den gibt's jetzt noch oben drauf, es ist das I. Ja, und damit nochmal ganz schnell zusammengefasst, es ist H-E-A-T-C-I. Dankeschön, wir sind raus. Bye, übrigens. Ja, ihr könnt noch, war nicht das? Also, tschüss.